So. Alles schick oder was? Schalten wir mal um. Moin Moin, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einem wunderschönen kleinen Late-Night-Stream. Ich bin mal gedacht, ich spiele mal ein paar Hansa-Fangesänge ein. Falls der passt denn heute. Mit dem Hansa-Karrieremodus. Wir haben jetzt etwas länger nicht gespielt. Der letzte, sehen wir es, der letzte Stand 7. Februar. Wir haben heute den 27. noch nicht, 26. erst. Ah. Jo, ich dachte mir so, Freitagabend, schmeiß mal den Stream an. Wir sind noch Erster mit 30 Punkten, sehe ich gerade. Viktoria Köln, unser extra Verfolger, ist Zweiter. Gegen die Hansa mal wirklich spielt. Aha. Gut, wenn die lieben Zuschauer das auf YouTube sehen, auch an die. Herzlich willkommen, Leute, im Real Life auf YouTube. Also fürs Intro, fürs Anfuttern habe ich die Fangesänge angemacht. Aber eventuell müsste ich mal nach anderer Musik suchen, denn wahrscheinlich wieder nach schöner copyright-freier Musik, ihr kennt das. Man kann ja leider nichts Schönes Aktuelles spielen, sonst wird man ja im Nachhinein, ist es nicht abspielbar und weil ich es ja auf YouTube hochladen will, ne? Also. Man kennt's, ne? Also, machen wir noch ein bisschen Musik an hier. Guck mal rein, ich hoffe es ist vernünftig leise, nicht zu laut. Ich kann es mir noch ein bisschen leiser drehen. Ich dürfte aber eigentlich nicht so laut für euch sein. Ich kann es hier noch ein bisschen runterdrehen. So. Und dann sollte es hinhauen. Mit dem Mikrofon sollte alles klar sein, ne? Mich sollte man hören. Und ja, eigentlich wollte ich gestern Abend schon streamen, doch da haben mich Kopfschmerzen sowas von flach gelegt gestern. Nee, das ging gar nicht. Das war nicht mein Plan gewesen. Ich wollte doch mal wieder laufen gehen. Auch das hat nicht hingehauen dadurch. Ich will ja fit sein, wenn Lockdown vorbei ist, aber naja. Was heißt fit sein? Ich will mir wieder schmerzfrei gegen den Ball treten können. Das ist ja. Ich laboriere seit letztem Sommer an eine Leistenverletzung, die jetzt eigentlich so gut wie weg ist, aber naja. So, was war denn hier so los bei uns zuletzt? Ich gucke mal auf unsere letzten Ergebnisse. Wie gesagt, ist schon ein bisschen her. Den Stream-Re-Upload habe ich ja letzte Woche gemacht auf YouTube. Wir haben zuletzt gegen Duisburg 1-0 gewonnen. Davor 3-3 gegen Wiesbaden, 2-2 Magdeburg. Und davor Siege. Haben wir überhaupt schon mal verloren diese Saison? Ich glaube, ne? Einmal höchstens. Gucken wir doch mal rein. Auch noch zweimal haben wir sogar schon verloren. Okay, habe ich mich ein bisschen verschätzt. So, mal gucken. Vielleicht großes Ziel heute die Hinrunde schaffen, ne? Würde ich fast sagen. 19 Spieltage wären es denn, ja? Vor 6 Tagen gab es übrigens noch einen neuen Follower. Danke an Patrick Pauluten. Auch wenn du jetzt gerade wahrscheinlich zugucken wirst. Ich weiß es nicht, kann natürlich sein. Herzlich willkommen. Auf jeden Fall, wie gesagt, sehr spontan. Ich habe jetzt auch keine YouTube-Ankündigung gemacht. Für alle, die es im Real Life sehen und fragen, hä, wann kriegt man raus, wann du denn streamst? Das wird. Bei mir, ich habe keinen festen Streamplan, ich bin ja kein Streamer und so weiter, das muss immer zeitlich passen und so weiter. Das wird eigentlich immer spontan gekündigt, also ist wirklich praktisch, ein Follow auf Twitch da zu lassen und eventuell auch auf Instagram, weil da kündige ich es dann auch an. Ich habe gerade auch schon eine Story fertig gemacht, als die Fangesänge hier noch liefen. Und ja, so einfach geht's. So kriegt ihr mit, wie ich streame. Deswegen habe ich jetzt auch im Stream ein bisschen größer gemacht, ihr wisst, beim FIFA-Karrieremodus auf YouTube. Da habe ich mich ein bisschen kleiner in die Ecke gehauen. Ich weiß nicht, ob ich es für die Spiele nachher kleiner machen werde. Könnt ihr gerne in die Kommentare hauen. Beziehungsweise in die Chatbox hauen, wie ihr es finden würdet. Was besser wäre, so eine gute John für Hook könnte mal hier rausgenommen werden. Genau. Wir brauchen ja das Training. Breyer auch nicht unbedingt. Sind alle ganz gut. Hier, Horn kann man was. Ah, Herzog auch.
steht low. Die können eigentlich alle was vertragen an Trainingsanheiten. Genauso hier um Ladic, der muss auch nicht trainiert werden. Da können wir was für den anderen reinhauen. Herzog zum Beispiel. Den Newton Aaron Herzog, der jetzt aktuell gar keine Chance mehr hat aufgrund der Neuzugänge. Mit Türpitz und da sind alle wieder fit. Das ist schon, schon spannend zu sehen, was Hansa sich da jetzt aufbaut. Läuft ja auch im Moment, ne? Kann man ja so sagen. Läuft. So, wer ist denn unser nächster Gegner? Sehen wir das hier eventuell schon? Jetzt kriegen wir erstmal eine Mail. Monatliches Scouting-Update von der Jugend oder so? Ja. So, was haben wir hier? Aus Schweden. Philipp Johansson. 180.000. Ist nicht so gut. Emil Lindström. 230. Markus Sandberg. 250. Ja, Alexander Wallin. Sind jetzt alle keine so schlechten Talente, ne? Torhüter, Isaksson, Sjöberg, hier, 475.000, den nehmen wir mit. 50-jährigen Torhüter, ja, ja, Jan Andersson, 230. Was ist er hier, 300.000, ah, der hat kein Potenzial, den nehmen wir mal raus. Der scheint gut zu sein. Per Eström, den nehmen wir auch noch mit. So, und den Rest lassen wir weiter scouten. Wenn einer weg ist, ist es Pech. Ich kann mal kurz reingucken, wie es aktuell aussieht bei uns in der Jugendmannschaft. Bei Union, da quillt unsere Jugendmannschaft da schon fast über. Unsere Jugendakademie. Oh ja, hier auch schon fast. Ne? Also, oh, wie viele Schweden? Wir haben ja fast nur Schweden hier drin. Ich meine, so Schweden-verrückt ist Hansa noch auch nicht mehr. Ne? Schon länger nicht mehr, leider. Hat aber auch andere Gründe. Das liegt auch hauptsächlich daran, dass die Schweden mittlerweile auch nicht unbedingt mehr in die dritte deutsche Liga wollen. Die würden dann schon wenigstens gerne zweite Liga haben oder gehen nach England in die tieferen Ligen, weil dort eben mehr Geld zu verdienen ist. Wer will es ihnen verdenken, ne? Man muss da auch mal das Ganze von der Seite sehen. So, hier können ein paar trainieren, die es richtig nötig haben. Wie hier zum Beispiel unsere Bande. Dedlo, Horn, Schulz. Hier auch noch mal ein paar. Ja, Björn Rother, den können wir hier auch noch kurz mal rausnehmen. Dann kriegt hier Herzog noch eine Einheit und ist da noch Platz. Jawohl, da können auch noch zwei raus. Butzen und Breyer. So, Engelhardt, da können wir noch einen hier nehmen. Wer hat es denn hier am nötigsten noch mit? Startelf. Noch jemand bei, der untertrainiert ist. Ja, ist bloß Rother. Dann geben wir Rother mit noch. So, immer schön auswählendes Training halten. Mal kurz auf unsere Transferliste schauen. Transferzentrale. Da haben wir auf jeden Fall die vier dabei, die wir auch wirklich holen wollen. Mal gucken, wo alle vier kriegen. Das ist ja das Ding. Also, Hansa hat ja mächtig zugeschlagen im Winter. Ob wir die vier auch kriegen hier, das ist ja noch die andere Sache, ne? Also Türpitz will ich auf jeden Fall haben. Bei Schwede, ja, da kann ich vielleicht Abstriche machen. Rein und Türpitz sind auf jeden Fall Ziel und Priorität Nummer 1. Die will ich auf jeden Fall auch holen. Warum habe ich eigentlich Haaland hier drin? Klar, Hansa holt sich Haaland. Logisch. So, es ist Länderspielpause, wie wir sehen. Wir können also noch weiter trainieren. So, haben wir hier schon mal Polido und Rosbach in dieser Session. Und hier, die haben drei Pfeile nach oben. Und dann, wenn A da heißt, da gibt es die meisten Trainingspunkte, Bissigkeitspunkte, wie es auch immer heißt, dazu. Riedel, Neiter brauchen wir dann im Moment nicht trainieren, sondern hier unsere Schwächsten. Das ist einmal, na, Schwächste von der Bissigkeit her. Dedlo und tatsächlich sogar Schulz. Also Dedlo kriegt da wirklich noch Einsätze bei Hansa, ne? Ist ja wirklich krass, dass der immer noch welche kriegt. Aber Schulz, Herzog, Engelhardt, die sind alle leider raus aktuell. Und Dedlo und Schulz hoch auf 80, jawoll. Ah, wie ich diese Länderspielpausen hasse. Nicht nur wegen unserem Training hier, sondern auch allgemein. Die sind nervig. Liegt doch wahrscheinlich daran, weil mich die Nationalmannschaft überhaupt nicht, gar nicht interessiert. Um Gottes Willen. So, die haben über 80. Bayer müsste mal wieder, der kriegt ja auch. So, dann haben wir Herzog noch und
Schulz, die anderen sind über 80. Ach, halt. Abbruch, so, einer braucht noch. Dreier ist schon, 81. Ja gut, dann nehmen wir halt Putzen mit dazu noch. Okay, dann sind alle erstmal verwöhnt. Wenn die Musik zu laut ist, dann haut's ruhig in den Chat, ne? Also, bin mir da immer ein bisschen unsicher. So, da hat sich jemand weiterentwickelt. Der gute Beck hat jetzt das linke Mittelfeldspiel erreicht. Okay, zack. Ändern wir oben. Ja, da hat sich jetzt nicht viel verändert. Aber so, dann müssen wir mal gucken hier, was er da zulegen muss. Alles 10 Wochen, ne? Ja. Wo kriegt er am meisten mal schießen? Hier, inverser Flügel-Mittelfeldspieler. Okay, dann geben wir das hier als Ziel. So, nächste Trainingseinheit. Ach, ich bin heiß auf nächstes Spiel hier. Los. Nein, hat Riedel. Rheintaler hat es mal wieder nötig. Genauso wie auch Verona Polido. Um die müssen wir uns ja auch kümmern. So, einer fehlt hier noch. Da haben wir Maurice Littka und ach, Bahn können wir da auch wegnehmen von. Dann können wir einmal Rossbach trainieren und den guten Dedlo. Sehr schön. Und dann geht's gegen Türkgücü. Gut, davon halten viele Leute nichts und ich halte von dem Verein auch nichts. Aber gut, ist schon krass, wie man so von hier aus auf jetzt so eine Jugendmannschaft stellen kann und so weiter. So, gucken wir mal. Ich glaube, wir spielen heute mal in Weiß. Habe ich Bock drauf. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt selber spielen werde oder ob wir simulieren. Die haben Busian? Wusste ich gar nicht. Naja, ich glaube, Kolke hat einen Punkt dazu gekriegt, ne? Der hatte doch vorher 69, ne? Sonnenberg, Riedel. Wo wir Rheintaler ja auch spielen lassen wollten, ne? Der hat ja zuletzt Sonnenberg verdrängt. Zack, Neidhardt, Schärf ist klar. Schärf ist mittlerweile auch schon umtrainiert. Sehr schön, Roter, Löhmannsröben. Putzen haben wir zuletzt mal gespielen lassen, ne? Ja, bleibt erstmal auf der Bank auch. Vollmann, Littka. Ich bin heute mal für Verona Polido. Als Littka. Obwohl, Littka haben wir, glaube ich, länger nicht spielen lassen. Ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Lassen wir heute mal ruhig wieder Littka spielen. Rossbach für hinten links. Detlo. Ah, Detlo würde ich auch gerne mal mitnehmen. Ne? Und Engelhardt. Ah, das sind so Sachen. Und auf jeden Fall Spieler, die wir nächste Saison auch verleihen können. Genauso wie Ben Voll. Den wir in der Rückrunde dringend verleihen müssen. Damit der Potenzial kriegt. So. Und dann starten wir so. Hinein in die Partie. Simulieren wir mal. Ich spiele bei Union schon so viel immer. Und alle Spiele spielen ist auch ein bisschen doof. Und hier wollen wir ein bisschen schneller noch vorankommen. Noch schneller als mit Union. So, sind wir doch mal gespannt, was das hier wird. Wie gesagt, zur Not können wir immer eingreifen. Hier muss ja nichts schneiden. Das ist der große Vorteil. Und da haben wir schon gleich mal den Ball geholt. Da ist Löhmanns Röhm, da ist Neidhardt. Liegt in der Mitte, schade. Der Hook. Oh, und Türkgücü ist über rechts durch. Könnte flanken, gut geblockt von Schärf. Da schaltet sich vorne mit ein. Schärf wieder dazwischen. Littka, Bahn. Schärf, da ist wieder Littka. Roter vorne mit drin. Björn Roter, na? Björn Roter tanzt da alle aus und macht das 1-0. Jawoll. Benson Gonzalez, moin. Türkgücü schlecht Gegenschuss. Also was war das für ein Tor von Björn Roter? Meine Güte.
Da hat das alle ausgetanzt. Ist ja Wahnsinn. Björn Rother wird bei uns hier zum Torjäger. Na, Türkgücü kommt auch mal zum Abschluss, aber das ist denn ja letztendlich nix. Halbe Stunde rum. Jetzt kommt Türkgücü seit dem 1-0 ein bisschen besser rein, ne? Ist mir so aufgefallen. Also ich glaube, Rother feiert sowieso seine Startelf-Rückkehr, ne? Kann das sein? Haben wir zuletzt nicht immer, ja doch, wir haben Butzen und Löbans-Röhm zuletzt mal spielen lassen. Rother heute Startelf-Rückkehr und der macht da gleich ein Tor. So, Lö. Rother, da ist die Chance für Vollmann und Vollmann hat sich verletzt. Komm, bis zur Pause jetzt noch durch. Aber das ist 2-0. Björn Rother. Doppelpack. Vom defensiven Mittelfeldspieler. Was ist denn hier los? Vollmann bleibt verletzt liegen. Rother haut das Ding in die Maschen. Wie gesagt, letztes Spiel spielt immer Butzen. Und Björn Rother dankt diesen Einsatz mit einem Doppelpack. Ganz wichtig auf jeden Fall. Da ist Bahn. Da ist Littger. 3-0. Jawohl. 3-0 zur Pause. Na, besser geht's ja nicht. Dann können wir Vollmann ruhig rausnehmen. Bringen wir Omladic rein. Ah, jetzt wäre so ein Ding, wo man eigentlich mal so Dedo spielen lassen könnte. Ne? Ah. So, dann kriege ich für Hook eine Pause. Kommt Breyer heute eine Chance. Und den letzten Wechsel sparen wir uns noch auf. Den letzten Wechsel sparen wir uns noch auf für die 60. oder so. Breyer darf auch mal ran. Steht ja aktuell völlig im Schatten von John Verhoek. Ist ja auch wie in Wirklichkeit so. Ja, schon bitter. Ich mag Breyer echt. Ne? Ist ein richtig, eigentlich ein guter Stürmer. Aber der passt aktuell einfach nicht ins Hertelsche System. Muss man so sagen. Hertels System ist auch ausgerichtet auf einen Spieler, der die Bälle vorne festmacht, der sie ablegt. So ein richtiger Wandstürmer, wie es eben John Verhoek ist. Breyer ist halt ein Spieler, ein Stürmer, den du in die Tiefe schicken kannst. Ist mehr fürs Kontern gebrauchbar. Und wir kriegen Elfmeter. Und Elfmeter schießen wir immer selbst, ne? Also, Bentley Baxter Bahn gegen René Vollert. Bahn 4-0. 10. Saisontor von Bentley Baxter Bahn. Das ist ja Wahnsinn. Wie Bahn hier bei uns zum Knipser wird. So, jetzt können wir wechseln, den dritten. Den dritten Wechsel bringen. Ah komm, dann kriegt Rosbach heute mal eine Chance. Hat er sich auch mal verdient. Kommt für den doppelten Rother. Und Rosbach rückt dafür in die Abwehr. Und Rheinthaler probieren wir auf der 6 aus. Das habe ich ja schon mal angedeutet. Den kann ich mir richtig gut als 6er vorstellen auch. Schöne Stadion-Durchsage. Legen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen, ja. Oh, Rosbach, wo bist du hin? Klärt ihn erstmal zur Ecke, sicherheitshalber. Und da haben wir schon Freistoß, wahrscheinlich für den Abseits. Türkgücü hat ganz schön viel Raum jetzt, ne? Und Kolke verhindert hier das Tor. Oh, wieder Kolke im Weg. Sehr schön. Die Krake hält die Null. Breyer. Oh, agiert auch hier unglücklich. Ja, wo ich da sagen wollte. Breyer passt auf jeden Fall nicht ins aktuelle Spielsystem von Hansa. Und Löhmanns-Röhm mit dem 5-0. Jawohl. Was für ein Spektakel. Was für ein Spiel gegen Türkgücü. Völlig überlegen. Wir können ja mal auf die Statistiken schauen. Ich glaube, viel mehr Torschüsse haben wir auch gar nicht als 5. Ne, 7. Na, Chancen 5 und alle drin. Also effiziente Chancenverwertung auf jeden Fall.
Und wie gesagt, das System, wie Hansa da Fußball spielt momentan, das passt einfach nicht zu Pascal Breit. Der ist halt einer, den man für Konter nutzen kann, den man die Pässe in die Schnittstelle geben kann. Der kann dann mit seiner Geschwindigkeit kommen. Dazu kommt der Breit, dass er überhaupt nicht in Form ist. Gab da wohl ein paar private Sachen im Sommer. Kind bekommen und so weiter. Und Patrick Pauluten, morgen. Ha, gerade noch vorhin erwähnt, dass du vor 6 Tagen Follow da gelassen hast und jetzt ist er doch mit dabei. Sehr schön. So, hoffen wir mal, dass Vollmann nicht zu lange verletzt ist. 5 Tage, okay, das geht. Ja, da hatte Breyer halt ein paar private Probleme wahrscheinlich, wo man das erklärt hat. War nicht ganz fit, auch konditionell nicht auf der Höhe. Und dann bist du halt ganz schnell mal hinten dran. Das ist bitter für so einen Spieler. Und dann musst du deinen Platz finden. Letztes Jahr zum Beispiel war das System mehr auf Breyer ausgerichtet. Da hat für Hook dann keine Sonne gesehen, ne? Da war für Hook auch nicht fit. Also das ist eine ähnliche Situation. Das ist wirklich eine ähnliche Situation. Wir geben hier eine Einheit noch. Herzog. Oh, hier, Breyer soll sich in Form schießen. Ach ja. 5:0 gewonnen gegen Türkgücü München. Sehr schön. Björn Rother mit dem Doppelpack. Beide Sechser haben getroffen. Das ist doch Wahnsinn. Da. Dedlo braucht eine Einheit. Was ist schon in der Akademie? Welche Akademie? Jugend jetzt meinst du? Ja, da war ich schon drin jetzt. Oder wie? Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. Welche Akademie? So, der braucht eine Einheit. Und Luca Horn. Von dem halte ich noch ein bisschen mehr als von Schulz. So, wer ist denn der nächste Gegner? Und der Haching. Oh, auch ein Spitzenspiel, Dritter. Ich glaube, das spielen wir mal selbst. Ach, Jukamini. Ja, waren wir drin. Wir haben aktuell fast nur Schweden drin. Ich kann da nochmal kurz reinschauen. Gut, den Torwart hier, der ist jetzt nicht so überragend, ne? Den Böhm. Wir haben auch sowieso, aber gut, den können wir rausschmeißen. Da sind die anderen Torhüter alle besser. Wie viele schwedische Torhüter wir haben, ja, der auch. 70er Potenzial bloß, komm, den nehmen wir raus. Genauso wie er hier. Hat jetzt auch eine ziemlich niedrige Stärke mit 17 schon, das passt überhaupt nicht. Nehmen wir mal raus. War ein guter Bursch dabei. Benson Gonzalez, danke fürs Follow. Quacks 06, moin. Bist du auch nur live Hansa Rostock-Fan? Was? Also live bin ich mit Hansa Rostock, ja. Was anderes ist momentan nicht geplant. So, was haben wir noch so Schönes? Der hat echt gutes Potenzial hier, ne? Der gute Peter Dahlberg. 15 Jahre. Der sieht aber schon aus wie so ein 30-Jähriger. Beck, das war der, der vorhin umtrainiert wurde. René Kaiser ist wohl aktuell auch ganz gut drauf, ne? Naja. Ein Paraguayer haben wir ja auch mit Hansa, ne? Haben wir ja letztes Mal schon festgestellt. Wie viel Geld haben wir überhaupt zur Verfügung? 2,3 Millionen. Ob wir da Türpitz, Schwede und alle kriegen? Meine Fresse. Ihr wisst ja, ich will die Saison auf jeden Fall so spielen, wie es auch in Wirklichkeit ablief, ne? Also Hansa holt sich die Leute. So, hier noch ein bisschen Training für Hook raus. Den Rest kann bleiben. Oh, Butzen hat mal wieder. Muss mal wieder. So, was haben wir hier noch? Da kann Sheriff einmal kürzer treten, Trainingspause machen. Der Sheriff. Und hier sind eigentlich alle bei. Und Vollmann auch schon wieder fit, ne? Also, meine Güte. Schmeißt alle unter 80er Potenzial raus. Ja, kann man theoretisch machen, klar. Kann man theoretisch machen.
Ich meine, gut, alle kriegt man sowieso nicht, ne? Also alle unter maximal, oder? Dann sind ja fast alle weg. Du meinst wohl Mindestpotenzial, ne? Alle unter mindestens 80 Potenzial. Ja gut. Da fallen mir trotzdem einige ganz gut, ne? Mal schauen. Erstmal machen wir die voll. Und wenn wir dann Probleme kriegen, dann können wir ein bisschen aussortieren, würde ich sagen. Genau, einen Blick werfen wir dann zum Winter rein. Vielleicht können wir noch schon welche verleihen. So, jetzt geht's gegen Unterhaching. Spitzenspiel. Erster gegen Dritter. Pressekonferenz ist auch angesetzt. Unter maximal 80. Hui. Das sind dann einige, ne? So, gucken wir erstmal die Pressekonferenz rein. Das Spiel spielen wir auf jeden Fall jetzt gegen Haching, ne? Also. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Sehr gute Saison gestartet. Ist ja manchmal gut genug, um solche Leistungen zu zeigen. Um weiter solche Leistungen. Da ist die Mannschaft gefragt, natürlich. Hätte uns keinen besseren Start wünschen können. Bisher läuft alles super. Ich hoffe, dass die Mannschaft die Form die ganze Saison halten kann. Na klar. Und da Haring zum Spitzenspiel. Wer wird sie am Ende durchsetzen? Ja, wir müssen abwarten, ne? Klassisches Understatement. Wir müssen einfach gut spielen. Und dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Könnte unter Haring die Mannschaft gewinnen? Das ist dritte Liga, ne? Möglich ist alles. Das ist die perfekte Antwort hier für dieses Spiel. Das war's dann für heute. Ach du Alter, wenn die 80 werden, kann es sein, dass sie weg sind. Ja, definitiv, klar. Wobei in unserer Jugendmannschaft, wenn sie noch in der Jugendmannschaft drin sind, dann kriegen wir ein Angebot, ne? Dann sagt er doch, der möchte weg oder so. Kann das nicht sein? Mir war immer so. Also direkt aus meiner Jugendmannschaft hab ich noch keinen abgekauft gekriegt. So, zu Hause gegen Haching. Wir sind gut drauf, na klar. Starten heute aber, glaube ich, mit Farona Polido. So, Rheintaler wieder für Sonnenberg. Tut mir leid für Sonne, aber Rheintaler hat gut gespielt. Roter Löhmanns Rüben muss ich lassen. Die haben top gespielt. Vollmann wird durch Omladic ersetzt. Und dann nehmen wir heute mal wieder so ein Dedlo mit. So, Breyer war nicht gut. Der wird heute mal außen vor gelassen. Es kommt Engelhardt mit rein. Und dann kommt noch ein Dedlo mit für einen Rosbach. So. Und dann auf geht's. Gegen den Spielverein Unterhaching. Daheim. Im Schneegestöber. Nein. Nein. Wo? Nein. Davon habe ich jetzt echt die Schnauze voll. Boah, nee. Kein Gestöber. Dann mach hier Schauer, aber kein Gestöber. Manchmal ja, manchmal nein. Okay. Gut, habe ich bis jetzt habe ich dann wahrscheinlich immer Glück gehabt. Also auf geht's rein gegen Unterhaching. Dann machen wir die Musik natürlich aus beim Spiel. Braucht ja nichts dudeln. Auch wenn ich so normal die Musik anlassen würde, aber naja. Ihr wisst schon. So. Da ist er, Bentley Baxter-Bahn. Unser bester Torschütze aktuell sogar. 10 Treffer bereits in 15 Spielen. Das ist Wahnsinn. Klar, einige Elfmeter waren auch dabei. Aber dass der Bahn jetzt so oft trifft, so ein Knitzer ist. Ach, schön. Wenn man das jetzt sehen würde, wieder in Wirklichkeit. Ostseestadion, Choreografie auf der Südtribüne. Ach, wir vermissen es alle. Nico Mantel, guter Torwart, ist ja, glaube ich, nach Red Bull Salzburg gegangen, glaube ich, ne, im Winter. Für richtig teuer Geld. So, wir sind Erster, haben bereits 36 Tore geschossen. Abstand der beste Sturm der Liga, 27 Tore in Ingolstadt. Also hier bei uns im Karrierebus läuft es aktuell ein bisschen zu gut. Also viel zu gut. So, komm, Aufstellung wollte ich haben. Ja, Shankhand vor der Partie. Farona Polido heute also eine Startelf für Littger. Der hat mir dann doch ein bisschen zu wenig gemacht gegen Türkgücü.
Dafür darf sich Polido beweisen. Vollmann rechts nochmal. Oder haben wir Omladic aufgestellt? Nee, wir haben Omladic aufgestellt, ne? Na klar. Zwei Minuten her, ich hab's wieder vergessen. Also Omladic soll das richten. Vollmann ist auf der Bank. Kolke natürlich im Kasten, logisch. Unser Kapitän. Rheintaler heute in der Startformation. Und das ist die Elf der Hachinger. Patrick Hasenhüttl, der Sohn von Ralf Hasenhüttl, dem Ex-Leipzig-Coach im Sturm. Dombrovka, Greger, Endres, Schwabel, Müller, ein Ex-Rostocker, Fuchs, Bigalke, richtig guter Mann für die dritte Liga. Heinrich rechts, ehemals Münster. Also, auf geht's. Nächstes Spiel, wir wollen unseren Platz an der Sonne natürlich verteidigen. Logisch. Wir müssen natürlich auch bald an Verträge verlängern gehen, ne? Sonst sind sie im Winter auch schon weg. Die guten Jungs. Hufnagel, Hasenhüttl. Wieder Hufnagel, das ist kein Abseits. Neidhardt, sehr schön. Und Björn Rother, der Doppeltorschütze. Aus der letzten Partie. Wunderbarer Ball auf Manuel Farona Polido, der ist Linksfuß. Schießt er mit rechts. willst du mehr billiger Stadien in der FIFA sehen? In der bei FIFA sehen? Quaxo, ich weiß nicht, worauf du ihn auch hinaus willst. Ich will auf jeden Fall mehr echte Stadien sehen, klar. Können sie gerne alle in FIFA reinbringen, die Originalstadien. Habe ich kein Problem mit. Ragnar 666, Grüße aus Rostock, ja, Grüße aus Neubrandenburg, mein Freund. So, Bahn mit der Ecke. Ach, schade. Nochmal Polido. Ja, rausgeköpft. Ich sehe gerade, es ist gar nicht Robert Müller, sondern F. Müller. Hey, doch, F. Müller steht da. Wer ist das denn? Was geht denn hier ab, ey, Leute? Der Chat explodiert ja heute. Rheintaler! Per Fallrückzieher geklärt, wunderbar. So, Verhoek, da legt er wieder ab. Omladic. Neidhardt mit. Der auf Bahn. Verhoek. John Verhoek geklärt. Polido! 1-0 Hansa. Jawohl. Für Hooks Abschluss noch klasse pariert von Nico Mantel. Und dann ist es Manuel Farona Polido, der den Abstauber annimmt. So, jetzt muss ich erstmal die ganzen Chat-Nachrichten noch durchlesen hier. Rostock, genau, gesehen. Im Bach Hansos ist ein Jugendspieler mit 90-94 Potenzial weg gewesen, ohne sich zu melden. Hatte ihn noch drin gelassen wegen Gesamtstärke. Ach, das ist ja ein Ding. Alter. In NB hast du 2 Jahre gewohnt. Sehr schön. Ich wohne da jetzt schon seit 3,5 Jahren. 4. Saisontor für Manuel Farona Polido. Ah, komm, brauchen jetzt. Wenn einer nicht so gut auf, wenn einer nicht so gut schreiben kann, das ist ja auch nicht schlimm. Deswegen fragt man ja nach. Deutsch läuft bei dir. So, Hasenhüttl. So, V-Spiel gepfiffen. Okay. Drüber gehalten wahrscheinlich. Bigalke mit dem Freistoß. Da ist Hufnagel. Und Neidhardt dazwischen. Also der ist ja auch Bombe, ne? Nico Neidhardt, Alter. Was der seit Januar 2020 leistet, ist der absolute Wahnsinn. Und dann fängt er auch noch an, Traumtore zu schießen. Verhoek. Ah, klasse. Schade. Wollt durchstecken auf Bentley Baxter Bahn. Hoffe, ihr habt euch euer Getränk hingestellt. Und jedes Mal, wenn ich Bentley Baxter Bahn komplett ausspreche, könnt ihr einen kurzen trinken. Heinrich, Müller, Hufnagel, Hasenhüttl, Müller und Moritz Heinrich. Geklärt. Wie findet ihr das, dass Musiala sich vermutlich für DFB entscheidet? Steht sich sogar schon fest? Ist nicht sogar schon sicher, dass er sich entschieden hat für uns?
klar, kann für die Nationalmannschaft sicher gut sein. Aber ja, der Bengel ist halt 18 Jahre geworden, ne? Also ich habe ihn jetzt noch nicht so oft gesehen. Ich verfolge die Bayern jetzt nicht so intensiv und gucke mir genau an, wie das Talent da spielt. Aber er soll schon stark sein, ne? Also ist schon gut. Wird sicherlich gut sein. Und wenn er hier geboren ist, finde ich es absolut cool, dass er sich dann auch dafür entscheidet, für sein Geburtsland zu spielen. England hat ja in der U-Nationalmannschaft gespielt. Jetzt kommt erstmal Mladic. Zu weit versprungen, das Ding. Moritz Heinrich. Müller. Also Haring hat jetzt ein bisschen mehr vom Spiel seit dem Rückstand. Kommt es aber nicht wirklich gefährlich vors Tor. Da ist wieder Neidhart. Steht wie eine 1. Jo, das war gerade ein typischer Lö. Das war gerade ein typischer für Hook, wie er da hinterhergeht. Für sowas hat er sich letztens die Gelb-Rot abgeholt. So, wieder Moritz Heinrich. Gegen Björn Rother, Heinrich, Rheintaler. Polido. Für Hook. Ja, muss halt mal abbrechen, richtig. Rheintaler. Oh! Rother wieder dazwischen. Haring bleibt mal besetzt. Heinrich setzt nach. Hufnagel. Hasenhütte gegen Riedel. Oh, oh, oh. Unser Abwehrchef hat sich da was getan, glaube ich. Muss er jetzt auch runter oder gibt es Freistoß? Es gibt Freistoß für Haching. Riedel verletzt. Oh Mann, Mann, Mann. Hoffentlich hält er bis zur Pause durch. Versuchen wir wieder. Wie lange streamst du heute? Oh, ganz spontan. Ich wollte die Hinrunde fertig schaffen hier. Wir sind jetzt gerade am 16. Spieltag. Also hiernach noch 3 Spiele. Allzu lange kann ich auch nicht machen. Will morgen früh noch. Also was will, ich muss. Oh, schöner Freistoß, aber kein Ding für Markus Kolke. Ich habe morgen früh die Ehre, das heutige Spitzenspiel der Regionalliga West zu kommentieren. Fortuna Düsseldorf U23 gegen Rot-Weiß Essen. Die Regionalliga West darf ja spielen. Für KickTV, ihr kennt's. Gibt's auch eine Playlist bei mir auf YouTube, wo alle meine KickTV-Spiele verlinkt sind, die ich kommentiert habe bislang. Vom Amateurbereich bis hin hoch zur Regionalliga. Durfte ich schon einiges kommentieren, finde ich geil und habe mich auch übrigens gefreut, dass ich gefragt wurde, dass ich jetzt mal kommentieren kann. Sonst habe ich ja jede Woche kommentiert. Halt auch öfter mal Kreisliga und Jugendbereich und so weiter, aber jetzt läuft ja halt bei KickTV nur noch die Regionalliga West und Südwest. Da bin ich dann noch nicht im elitären Kreis angekommen, dass ich da jede Woche kommentieren darf. Letztens habe ich schon mal Gladbach U23 gegen Bergisch Gladbach kommentiert. Anfang Februar muss es gewesen sein. Und ja, jetzt darf ich halt mal wieder zeigen, was ich am Mikrofon so kann. Umladen, schön gespielt auf Nico Neidhart. Und dann pfeift er zur Pause. Habe ich auf YouTube kennengelernt und direkt abonniert. Sehr geil, Patrick Pauluten. Entschuldigung, Patrick Pauluten. Ich denke mal an Pauluten, das ist auch ein YouTuber. Ne? Auf welches Spiel bist du besonders stolz? Vom Kommentieren her, oh, da gibt's so 2-3 Spiele, wo ich sagen kann, wo ich richtig stolz bin. Zum einen, dass ich 2019 das Berliner Pokalfinale kommentieren durfte, die Zusammenfassung. Das war schon eine Ehre, dass ich das wirklich kommentieren durfte. Das fand ich geil. Und ist mir meiner Meinung nach auch ganz gut gelungen, auch wenn ich ein paar Stellen neu ansprechen musste, weil ich mich da so verdattelt hatte. Manchmal denkt man sich auch so, ja gut, kannst jetzt drin lassen, ist nicht so ein besonderes Spiel. Aber wenn man wirklich mal so eine Art besonderes Spiel kriegt, dann gibt man sich auch besonders Mühe und versucht da wirklich Versprecher zu vermeiden. Ist klar. Ansonsten, ja, bin ich auch extrem stolz darauf, dass ich die Hansa-Testspiele 2019 auch kommentieren durfte in Berlin. Da hat der Hansa mal so ein Doppelspiel gemacht für Spreekick. Gegen Altlinike und gegen TB Berlin haben sie da gespielt. Hintereinander weg. Die durfte ich beide kommentieren. Und was war noch? Muss ich kurz überlegen, was war noch? Da gibt es so einige. Aber wo ich besonders stolz drum bin, wie gesagt, Berlin Pokalfinale und dass ich eben dann wirklich Hansa-Spiele kommentieren durfte. Das ist schon geil gewesen. So, Bahn legt ab für Verhoek. 2-0. 10. Saisontor für John Verhoek. Nenn mich einfach Fußballfan, ja, heißt ich auf YouTube, alles klar. Ich hab dich bei Instagram aber nicht. Jo, dann lass einfach ein Follow da.
Wenn du, oder hast du selbst kein Instagram? Denn, ja, kann ich auch nichts für. Andere Quellen kann ich da nicht nutzen. Wie gesagt, wenn es nicht allzu spontan ist, wenn ich es schon länger plane, dann lade ich auch so ein Ankündigungsvideo auf YouTube hoch immer. Gleichzeitig mit dem Stream, also so ist es ja nicht. Aber wie gesagt, wenn du ein Follow hier auf Twitch da lässt, dann kriegst du ja eigentlich auch eine Benachrichtigung, wenn du nie ausgestellt hast, dass ich streame. Hauptaugenmerk liegt ja eben, wie gesagt, auf YouTube. 3 Videos pro Woche mit Union Berlin. Ab und an gibt es noch mal einen Vlog. Mal schauen, wann ich mal wieder einen mache. Weiß noch nicht, was für ein Thema. Man erlebt ja aktuell noch nicht viel. Ah, ich wollte auch Riegel auswechseln zur Pause. Verdammt. Und jetzt gibt es einen Elfmeter für die. Ach, nee. Na komm, dann nehmen wir Riegel jetzt runter, bevor er sich noch wirklich schwerer verletzt hier. Das ist ja, müssen wir nicht riskieren hier. Sonne rein. Ich glaube, Löhmanns Römer gerade Handspiel gemacht, ne? Deswegen gibt es Elfmeter. Ejo. Naja, ob es jetzt wirklich Hand war, er geht so hin, kriegt ihn vielleicht hier ran. So, Sonnenberg rein für Julian Riedel. Und jetzt gleich mal der Elfmeter von Dominik Strohengel. Kolke! Krake Kolke! Elfmeter-Töter! Und Strohengel auch gerade eben erst eingewechselt. Darf sofort der Elfmeter treten. Ja, ist er noch nicht im Rhythmus, ne? Sagt man so schön. Kolke dran, lenkt das Ding an die Latte. Und damit halten wir die Null. Schärf. Für Hook auf Polido. Bahn. Umladet Schmidt. Doch, war abseits, wollte gerade sagen. Ja, Bahn hat ein bisschen länger gebraucht. Und umladet ist dann zu weit vor schon. Oh, jetzt habe ich vergessen, dass es weitergeht. Fuchs. Sorry, wenn ich jetzt nicht gleich sofort auf die Chat-Nachrichten reagiere, ne, beim Spiel. Aber außer des Spiels, nachher klar. Logisch, immer. So, jetzt kommt Pigalke. Flanke Rheintaler ist zur Stelle. Und Löhmanns Römer mit dem Pass auf Nick Omladic. Dombrovka gut dazwischen. Konnte damit erstmal dahin. Das ist wieder Löhmanns Römer. Die Stimmungskanone schlechthin. Geil, letztens sein Handshake mit Hertel. Wo Riedel irgendwie dazwischen kam, Hertel damit nicht mit Löhmanns Römer Shakehand gemacht hat. Und dann, ja, Löhmanns Römer hat sich selbst die Hand geschüttelt dann. Und dann dieses Oh No dazu. Herrlich. Für Hook. Und Omladic mit. Omladic. Schießt mal aus der Drehung. Ja, warum denn nicht? Was denkst du, könnte Hansa diese Saison wirklich Platz 3 oder besser werden? Ich hab's so ein bisschen im Gefühl. Also so langsam. So langsam wird's ungeheuerlich. Das ist. Was haben. Ah, letztens im Transfermarktforum hat einer was richtig Geiles geschrieben. Hansas Trainer ist seit über 2 Jahren. Ist seit fast 2,5 Jahren im Amt. Er ist da kurz davor, seinen Vertrag zum 2. Mal zu verlängern und er verhandelt diesen Vertrag mit den gleichen Personen, die ihn damals angestellt haben. Das ist nicht mehr mein Hansa Rostock, das ist mir zu konstant. Aber wie gesagt, so langsam wird es mir wirklich unheimlich, was abgeht. Also nach den 3 Niederlagen kurz vor Weihnachten habe ich auch kurz gedacht, das reicht dies Jahr wieder nicht. Das reicht dies Jahr wieder nicht. Aber dann holt erstmal Bentley Baxter Bahn, Bentley Baxter Bahn! 3-0! Und jetzt macht er auch noch Ton hier. Also wie gesagt, als diese Niederlagenserie kurz vor Weihnachten kam, wo man mit Ach und Krach sich irgendwie dieses 2-0 gegen Zwickau geholt hat, was überhaupt nicht schön anzusehen war, aber halt einfach effektiv war, um den Sieg zu holen und dann aus nach dem Jahreswechsel so rauskommt. Jetzt seit 7 Spielen mit Leute ungeschlagen, 6 davon gewonnen. Dieses 0-0 gegen 60, es war nicht schön anzusehen, aber das war einfach, man hat gewusst, zu 11 ging schon nicht viel gegen 60, die einfach auch unglaublich stark und unglaublich sicher hinten in der Abwehr standen. Es geht schon mit 11 mal nicht viel. Man wusste sofort, gut, für Hook geht runter mit Gelb-Rot. Heute ist nicht mehr drin als ein 0-0. Aber wie leidenschaftlich die dieses 0-0 verteidigt haben und wie wenig die wirklich mittlerweile auch zulassen. Bis auf die Glanzparade von Kolke musste man ja nie Angst haben, dass 60 irgendwie ein Tor schießt. Und auch so, wenn sie dieses 1-0 gegen Haching holen, Anfang Januar. Oder das 2-0 oder 2-1 gegen Duisburg.
Das waren zwar irgendwo Zittersiege und Arbeitssiege, aber letztendlich war der Gegner nie wirklich gefährlich, weil alles, wie sagt Kolk immer so schön, richtig geil wegverteidigt wurde. Das ist schon eine Qualität bei Hansa. Ja, so kannst du in der dritten Liga bestehen. Das bringt, also wir haben, man muss sagen, wir haben in den letzten zwei Jahren, wo wir immer Sechster wurden, phasenweise richtig schön starken Fußball gespielt. Am Ende hat es aber nichts gebracht, weil dann irgendwo die Konstanz verloren ging und dann lieber solche gemeinschaftlich, mannschaftlich geschlossenen Siege holen, wo halt am Ende nichts anbrennt. Sicher ist es nicht schön anzugucken. Mein Vater ist letztens durchgedreht. Mann, das kann doch nicht sein, die müssen mal einen Konter fahren und so weiter. Sicherlich, klar, das ist das, worüber man sprechen muss bei Hansa. Und Kritik äußern sollte auch wahrscheinlich, dass man es nicht schafft, die Siege auch frühzeitig klar zu machen, den Deckel drauf zu machen und so weiter. Aber letzten Endes, klar, immer kann irgendwas passieren. Aber richtig Angst um die Siege muss man aktuell nicht haben. Es ist jetzt nicht so, dass man das 1-0 über die Zeit zittert, dass die Mannschaften, die Gegner drücken, Chancen im Überfluss haben. Nein, man verteidigt das einfach total souverän und lässt den Gegner kaum kommen. Sicherlich, klar, wie gesagt, ist sicherlich schön, wenn man mal den einen oder anderen Konter mehr fährt und dann frühzeitig das 2-0 in der 80. macht, dann ist der Ofen aus, dann passiert ja nichts mehr. Das wäre vielleicht für manche Nerven angenehmer. Aber mein Vater ist letztens ausgerastet und dann sage ich schon so, ja, die Ansprüche der Hansa-Fans werden wieder höher. Jetzt muss man nicht nur gewinnen, jetzt muss man auch noch schön gewinnen. Und schön gewonnen haben sie letztes Jahr nicht. So, wieder Bentley, Wechselbahn, schade. Weiß nicht, hab ich noch einen dritten Wechsel offen? Ich hätte mal Engelhardt bringen können, ne? Ich habe mich jetzt so in Rage gequatscht gerade wieder, dass ich hier mich komplett nicht mehr aufs Spiel konzentriert habe. Im Prinzip ersetzen meine Streams ja jetzt meine Hansa-Vlogs, ne? Kann das sein? Heinrich, komm, die Null halten wir. Jawohl, Kolke. 2 Minuten Nachspielzeit wird es geben. So, bringen wir es hier zu Ende, dann kann ich weiterreden. Für Hook. Oh, das war's. Für Hook geht in den Strafraum und ja. Wir sind wenig wie bei Heidenheim damals. Immer oben dabei und die letzten Jahre waren wir immer oben dabei. Träumen darf man ja. Dragner, ja, definitiv. Also träumen, also so nah wie, man hat letztes Jahr schon gesagt, so nah waren wir noch nie. Aber gut, wir haben ja echt noch. Wir sind ja, Hansa hat jetzt erst 23 Spiele, ne? Also es sind noch 15 Spiele, da kann noch einiges passieren. Jetzt haben sie bis Ende März, glaube ich, 6 Spiele, ne? Hertha sagte gestern in der Pressekonferenz, wenn man nach diesen 6 Spielen noch oben steht, dann ist man bis zum Ende oben. Und das davon bin ich auch überzeugt. Wie gesagt, noch darf man sich nicht auf den faulen Haut legen. Die Nachholspiele müssen auch erstmal alle gewonnen werden. Gerade gegen Lübeck. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. So, okay. Souveränes 3-0 gegen Haching hier. Riegel hat sich verletzt, fällt 5 Tage aus. Okay, das geht. Wir haben Optionen. Bislang Meisterpokal ohne Niederlage? Nee, wir haben schon mal verloren. Habe ich doch vorhin gerade geguckt. Wir sind aus guten Gründen seit 12 Spielen ungeschlagen. Jawohl, das hört sich schon mal besser an. War so bereit, das war ein gutes Spiel. Das war ein gutes Team. Das war ein gutes Spiel. Vielen Dank für diese Aussagen. Lübeck, ja. Das muss man gewinnen erstmal. Und Hansa hat so das Talent, dass man gegen solche Mannschaften nicht gewinnt. Aber in dieser Saison ist ja alles anders, ne? Da gewinnt man mal Spiele, wo man es überhaupt nicht erwartet. Also es, wie gesagt, es ist noch lange nicht durch. Man kann aber schon davon träumen, dass Hansa nächste Saison gegen Schalke spielt. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Schalke absteigt, ist momentan noch höher als die Wahrscheinlichkeit, dass Hansa aufsteigt. Auch wenn es bei beiden so gut aussieht. So, Riedel 5 Tage verletzt, Schulterprellung, okay. Haben wir eine englische Woche? Nö, ne? Jetzt kommt der Dezember schon oder November? Ja, nee, 30. November. Ach, jetzt kann ich wieder Musik anmachen, ne? Dass hier wenigstens irgendwas dudelt. Dass hier irgendwas dudelt. So. Trainingsanheiten jetzt hier. Ah ja, so wie ich gerade gesprochen habe, da kam ich mir wirklich fast schon vor wie in meinen Hansa-Vlogs. Die Livestreams ersetzen jetzt die Hansa-Vlogs. Das ist wirklich. Das trifft irgendwie die Faust ins Auge.
So, haben wir jetzt hier keinen mehr, der trainiert werden müsste mal? Nö. Außer Lidka. Polide auch schon wieder 91 jetzt. Die werden alle trainiert. Ja, toll. Jo. Dann kann das alles so bleiben. Die sind alle gut gerüstet. Ich habe neulich einen alten Vlog von dir gesehen, wo du erzählt hast, wie ich den Stadion zufällig traf. Ja, das kann sein. Daran erinnere ich mich auch noch. Borgi, wie war das? War es gegen Darmstadt? Ich glaube, das war gegen Darmstadt damals. Das war richtig schlecht. Ja. Na, auf den Sack bekommen nicht. Ich glaube, 1-1 oder 1-2 haben sie verloren. Aber die Nachricht wurde zurückgehalten. Ich auf den Sack bekommen, glaube ich jetzt nicht. Nee, das muss ein 1-1 gewesen sein. Oder war das 1-1? Oder 1-3 denn doch? Auf jeden Fall weiß ich, dass Gap hat das als 1 gemacht. Das habe ich noch auf Video. Das ist auch in meinem Kanal-Trailer drin, das Video. 1-2 verloren. Ja, kann möglich sein. Oder war es gegen Lotte? Nicht gegen Darmstadt, gegen Lotte war das, ne? Boah, stimmt. Das war gegen Sport von der Lotte. So, wir haben wieder ein paar Jugendberichte aus Deutschland. Benedikt Krüger. Wir haben Mika Franke. Nee, der ist, den können wir rausnehmen. Der hat nicht mal eine 40er Gesamtstärke. Nee, der taucht auch nix. Unter 200.000 ist mir dann nix. Und dann Arthur Stein. Oh, der hat sogar ein 94er Potenzial, eventuell. So, nehmen wir den mit oder nicht? Arthur Stein, 16 Jahre jung. Wir können ja erstmal mit reinnehmen. Wie gesagt, da können wir in der Winterpause immer noch aussortieren. So, den guten Sonnenberg, der braucht nicht trainiert werden. Der wird auf jeden Fall spielen gegen Friedel. Riedel bekommt dann halt mal eine kleine Pause. Butzen müsste auch mal wieder ran, ne? Hier Schulz mal wieder eine Einheit. Der ist ein bisschen zurückgeblieben. Also nicht böse gemeint. vom Trainingsstand her ist er zurückgeblieben. Bolido um Lade sprang da auch gerade nicht. Der hat. Oh ne, da können wir ruhig unsere Reservisten hier wieder was geben. Zack. Horn könnt ihr auch mal wieder einsetzen. Ah, es ist echt so schwer hier gerade. Verhook. Und Rheintaler. Hier sind alle versorgt. Ne, Horn nicht. So, hier noch einer bei. Na toll. Schon wieder weiß ich nicht, wie ich hier trainieren soll. Das ist ja auch geil, dass man nicht weiß, wie man trainieren soll. Dann kriegt Roter halt die Einheit. Weil alle Mannschaftsteile eben besetzt sind, ja. So, 16 Spiele haben wir noch. Also wie gesagt, 3 Spiele eben noch. Wir haben jetzt schon mittlerweile einen Vorsprung um 5 Punkte auf Rang 3. Auf Rang 4 sind es schon 7. Alter. Jetzt geht gegen Meppen. Gegen den SV Meppen. Also Bahn und Verhook stehen zur Wahl zum Spieler des Monats. Auch geil. Hat es einer bekommen? Nee. Vor allem bei Verletzungscomeback ausgewechselt. Wurde er nicht eingewechselt? Das ist ja auch wieder geil. Diese Überschriften. Bahn erzählt Siegtreffer gegen Haching, ja. Ach, so, dann geht's rein. Nächste Simulation. Na, das ist natürlich kacke, dass wir die schwarzen Trikots nicht haben. Das wird so gut passen. Naja. Wollen wir mal hoffen, dass wir denn hier nicht eingreifen müssen. Das sieht ein bisschen nicht. Das ist nämlich, glaube ich, ein bisschen schwer zu sehen. Teammanagement. Ich kann mir jetzt mal ein bisschen bequemer hinhauen hier. So, für Riedel kommt Rheintaler. So. Wir setzen heute Rosbach mal für Schärf hinten ein. Der auch mal wieder verdient.
Für Schärf kommt Dedlo in den Kader. Mladic, Polido hat es verdient nach seiner Leistung mit dem Tor. Für Hook ist klar, Lehmannsröhm. Kommen wir da auch wieder ran. Riedel lassen wollte auch mal außen vor. Für ihn kommt. Horn mal wieder mit. So. Weiß ich, lassen wir Littger raus. Mit Engelhardt. Ja, komm. Nehmen wir das so noch. Wir rotieren mal ein bisschen durch hier heute. Auf geht's. Chaos Army YouTube. Was geht? Jo. Läuft, würde ich sagen. Wir sind auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft. Das sind wir definitiv. Jetzt geht's gegen Meppen. Badeschlappen ist offline. Schade. Wir hätten ja heute mal ein Host geben können. Jetzt sind da ein paar rübergerissen. Kommen mit dem Bescheid sagen. So, auf geht's also. Gegen Vollmann, sag ich schon. Ja, Vollmann war gerade am Ball. Und das ist auch wieder so klar, wie zuletzt. 5-0, 3-0. Also im Moment geben wir ab wie Schmitz Katze hier in der dritten Liga. Und dennoch überlegen, wen wir holen wollen. Alles, meine Güte. Mein lieber Gesangsverein, sagt man so schön. Ne? Verlängern, wie gesagt, müssen auch langsam mal Verträge. Stimmt ja, sonst sind die weg. Sonst verlassen die uns nachher. Die Ü23er zumindest. So, jetzt ist wieder der Hook in Schussposition, schießt aber nicht. Aber was der Bahn hier bei uns Tore schießt, ey, das ist echt der Wahnsinn. Und dann würde ich aber wieder so torgefällig werden würde. Er hätte zwar lange nicht getroffen, aber ist trotzdem natürlich immens wichtig fürs Hansa-Spiel. Dass der schon presst und anläuft und stört, das ist echt, das ist Wahnsinn. Auch wenn er aktuell keine Scorer-Punkte macht, aber er leistet extrem viel für die Mannschaft. Das muss man schon anerkennen. Jetzt hat Paulido mal Platz. Verona Paulido marschiert in die Mitte. Licht ab, Vollmann zieht ab. Vollmann zieht nochmal ab. Schade. Das war die Chance. Jetzt Polido. Ah, schade. Abseits. Also Rosbach darf heute mal auf so eine angestammte Linksverteidigerposition ran. Hansa spielt ja auch gerne mal im 3-4-3. Spiele ich auf FIFA sehr ungern. Weiß nicht, mag ich irgendwie nicht. Und das Pause 0-0. Na, das ist ja was. Bestimmt, weil wir ein bisschen rotiert haben. So, wir werden wechseln. Zur Pause kommt. Na komm, Luca Horn mal rein. Darf er sich mal beweisen heute. Und Dedlo für Lehmannsröben. So. Und dann geht's weiter. Doppelwechsel also. Heute dürfen wir diese Reservisten ran. Dedlo und Horn. Finde ich ja übrigens cool, dass Dedlo sich so durchgesetzt hat, auch jetzt noch in der aktuellen Phase, dass er immer wieder seine Einsatzzeiten kriegt. Neubrandenburger Jung. Oh, Meppen, Meppen, Meppen! Hui! Die wollten doch etwa nicht. Weitert. Komm, Leichhardt steht bereit. Ah, schade. Und die Schusschance. Hätte ja klappen können. Leichhardt. Ey, war kein Foulspiel. Hat er sich ja stark geholt. Eine wichtige Durchsage für Helmut Bernhard. Helmut Bernhard, bitte am Haupteingang melden. Ihre Frau wartet dann nämlich auf Sie. Oh, Bahn hat sich verletzt. Nein, das ist bitter. Na komm, dann nehmen wir ihn gleich runter. Das ist ja schon der dritte und letzte Wechsel, ne? Ja gut, dann bringen wir Pascal Breyer. Ich
glaube, wir werden Breyer mal ein bisschen auf ZOM trainieren. Das kann er auch. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine Position, die Breyer auch könnte. Weil da kann er auch so schön rum aufspielen, dann ist er fast so eine hängende Spitze eigentlich schon. Das könnte er auch. Defensiv arbeiten tut er sowieso mehr als genug. Aber da ist er momentan auch eben bei Baxter Bahn gesetzt. Da kommt er auch nicht so schnell ran. Aber heute bringen wir Breyer mal hier rein. Engelhardt oder nicht. Oh, wo will denn der Torwart hin von denen? Gut, jetzt ist gewechselt worden, jetzt ist Breyer drin. Oh, die Chance für Meppen, das Tor für Meppen, Markus Piosek. Ne, nicht Teammanagement. Ich will rein. So. Also. Das sollen wir ja noch verhindern hier. Roter auf Luca Horn. Der mit Tempo. Horn mit der Flanke. Da kommt Breyer fast dran. Er hat ja schon so oft hier Chancen gehabt. Kurz vor Schluss. Rama. Und das ist einfach für uns Dedlo. Klasse. Mit der Grätsche da eben. Für Hook. Klasse abgelegt wieder. Vollmann. Kommt nicht vorbei an Al-Hazaimi. Drama über die linke Seite für den SV Meppen. Walde Drama. Flanke kommt. Rheintaler. Bis zur Stelle. Roter. Da ist wieder Breyer. Vollmann. Vollmann nimmt Neidhardt mit. Nico Neidhardt. Jetzt mit der Flanke, da hinten ist Horn! Und das muss Ecke geben. Gib doch Ecke nochmal. 90. Minute. Kommt Hansa hier zurück? Oder wird es die Niederlage? Wechsel nochmal bei Meppen. Balmat kommt für Ose. Also dann muss ich mal kurz gucken, wie hier unsere Formationen eingestellt sind. Bei Offensiv und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier bei uns hier schon mal bearbeitet habe. Ständiger Druck. Ja, machen wir so. Okay. So, ist Vollmann der Mann für die Ecken oder kann... Für Hook? What the fuck? Gut, dann macht es Vollmann. Bahn ist ja nicht mehr drauf. Vollmann kommt, da kommt die Ecke. Da ist die Chance. Es gibt Elfmeter für Hansa. Wir haben noch nicht verloren. Wir haben noch nicht verloren. Aber unser Elfmeterschütze vom Dienst ist nicht mehr drauf. Und das war Handspiel, da klar. Ganz klares Ding. Der Arm ist so. Der Arm ist so und da geht die Hand ran. Ganz klares Ding. Für Hook ist der Vertreter, für Bentley, Baxter, Bahn. John für Hook. Für Hook, 1-1. Wir haben noch nicht verloren, sag ich doch. Den Elfmeter haben uns dann irgendwo erzwungen. Und da können wir jetzt nicht von Glück reden und so. Das ist einfach ein ganz klares Handspiel. Dafür gibt es den Elfmeter. Für Hook verwandelt sicher. Auch für ihn jetzt Saisontor Nummer 11 in der dritten Liga. Also mit dem Punkt bin ich dann zufrieden. Nachspielzeit ist längst abgelaufen. Rote hat den Ball und das war's. 1-1. Ja, tut nicht weh. Kommt auf den Spielverlauf an, ne? Klar, ist nicht gut gegen Meppen. Ne? Also ich mag die auch nicht. Keine tolle Truppe. Einzig coolen dort ist Thorsten Brings, aus meiner Sicht, der Trainer. Also, John für Hook. Unvergessliche Saison. Sein Wettbewerbsrekord ist 27 Tore. Ne, der Wettbewerb. Ach so! Der Wettbewerbsrekord in der dritten Liga ist nicht bei 27 Toren in einer Saison. Ah. Mehr noch nicht. Krass. Nein, ist schon okay. Ist 1-1. So, was hattest du? Habt ihr mal eine Frage? Hattest du schon mal ein Talent in FIFA, das mindestens ein 90 Potenzial hat?
Ja, da haben wir einige. Oder, ach so, mindestens, also die geringste Zahl. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ich glaube nicht. Ich glaube so nicht. Warum durfte Rieder heute nicht spielen? Obwohl er vollständig erholt war. Musste sie verdienen. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Langsame Rückkehr möglich. Bei solchen Verletzungen muss man vorsichtig sein. Bahn hat sich leider verletzt. Fällt 5 Tage aus. Momentan haben wir immer 5 Tage Verletzungen. Wir haben aber Optionen. Ohne Niederlage, sind aus guten Gründen, seit jetzt mittlerweile 13 Spielen unbesiegt. Vielen Dank für diese. Sehr schön. Und was ist denn jetzt schon wieder mit unserem Ziel? Ist gefährdet. Sind gefährdet, um Gottes Willen. Ellbogenverletzung bei Bahn. So, was war denn? Was hat er gesagt? Was? Nachwuchsarbeit, welches Ziel? Für den Verein derzeit ist das Ziel gefährdet. Welches denn? Nachwuchs, da. Verpflichtet 2 Spieler in der Jugendakademie. Verteidiger. Also soll ich jetzt die von der Jugendakademie hochziehen? Verteidiger. Oder was ist damit gemeint? Weil Verteidiger müssten wir doch schon haben in der Akademie. Verteidiger müssten wir doch drin haben. Er meint dann bestimmt hochziehen, ne? Ah, wir haben tatsächlich keinen Verteidiger. Ja, wir haben tatsächlich keine Verteidiger in der Akademie. Alles klar. Denn Aufgabe erkannt. Wir müssen den nächsten Verteidiger holen. Wir haben hier nur Zentrale und Außenspieler. Haben gerade Talent gefunden, das mindestens 93 plus Potenzial hat. Ey, what the f... hauaha. Das ist geil. So, ich denke mal, wir könnten mal vielleicht mit dem einen oder anderen zum ersten Mal verlängern, ne? Wen haben wir jetzt, wir haben jetzt 17 Spiele durch. 2 Spiele noch vor der Winterpause, Saarbrücken und Bayern 2. Dann geht's in die Winterpause. Ja, wenn du Transferschläge brauchst, kann ich dir einige Vorschläge machen. Danke auf jeden Fall, aber im Moment noch nicht, denn im Moment spielen wir so, wie Hansa Bücher auch gespielt. Heißt, im Winter holen wir lediglich die 4 Kollegen hier. Nein, nicht dahin. Also da halten wir uns in dieser Saison. So, hier. An die 4 Kollegen. Auf jeden Fall Türpitz und Rhein, definitiv. Bei Schwede und Lauerbach weiß ich noch nicht. Lauerbach ja in Wirklichkeit auch nur ausgeliehen. Findet sich momentan sowieso nicht so richtig rein. Also für mich ist die Verpflichtung schleierhaft, weil der für links geplant ist und der kann eigentlich nicht links spielen. Der ist zu groß. Also das, der hat gar nicht. Das ist wie mit Breyer in so einer Ein-Mann-Sturm-Formation. Der passt nicht auf den linken Flügel hier, der Lauerbach. Und dann Schwede natürlich auch. Der kann Linksverteidiger auch spielen. Also soll er zumindest spielen. Also auf jeden Fall Türpitz und Rhein sind definitiv feste Verpflichtungen. Mal gucken. Und soll man dann mal gucken. Da will ich mich aber auch so ein bisschen so halten, was Hansa so direkt wirklich holen würde. Jetzt nicht unbedingt hier die krassen Talente und so weiter. Ich will das Ganze schon recht realistisch Hansa-like halten. So, und dann schauen wir doch mal, wer alles ausläuft hier. Mit Kolke hatten wir schon mal verlängert, genau. Klatte haben wir noch voll. Mit Sheriff sollten wir verlängern, definitiv. Riedel haben wir auch schon verlängert, weiß ich gar nicht mehr. Sonnenberg, Rheintaler, Butzen, Löhmannsröben. Also, Sonnenberg-Schärf, Reifen laufen einige noch aus. Hey, hey, Heidi Witzka. Herzog Engelhardt, das sind so Sachen, Leute, die wir nicht eher halten würden. Bei Oblade bin ich mir nicht ganz so sicher. Butzen würde ich immer sagen, definitiv. Verhoek, Vollmann, Löhmannsröben. Ja, Sonnenberg eigentlich, ne? Wäre ganz wichtig, aber der. Also, da haben wir noch Zeit, da wird jetzt keiner rantreten. Die dürfen ja erst ab 23 Jahren, ne? Dürfen die abgeholt werden. Da dann eher Schärf noch. Und Butzen. Müssen wir mal schauen. So, also 2 Spiele noch, dann ist die Hinrunde vorbei. Schickt den Jungscout weg. Ach so, wegen Verteidiger suchen oder was? Der ist doch unterwegs, glaube ich, ne? Ja, die sind beide noch unterwegs. Und da sind noch Berichte verfügbar, weil wir noch Spieler drin haben, wo wir uns unsicher waren, ob wir die holen oder nicht. Ja, da laufen einige aus. Das ist auch in Wirklichkeit so bei Hansa. Also das ist nicht FIFA ausgedacht, das ist wirklich so. Aber man muss gucken, mit wem man verlängert. Ich habe es ja schon mal gesagt mit Hansos auch, ne? Also
Ich mag Hansus auf jeden Fall. Ich gucke mir die Videos auch gerne an. Aber die Art und Weise, wir verlängern den, um ihn dann zu verkaufen, ist für mich komplett realitätsfern. Das ist totaler Quatsch. Verklicker das mal, würde ich einen Spieler. Wir verlängern jetzt mit dem Vertrag, aber danach bieten wir die auch im Transfermarkt an, weil wir Kohle kriegen. Und dann wird schon trainiert. Da müssen wir hier unsere Jungs mal wieder ranlassen. Dedlo hat er gespielt zuletzt. Und wir nehmen Herzog mit. So. Oh, ich quassel mir den Mund auch so vorsichtig heute schon wieder. Meine Güte. Eine Wasserflasche schon wieder aufsetzen, so will. Meine Güte. Nee, die war angefangen. Da war schon mindestens die Hälfte raus. Ist eigentlich nicht Quatsch. Man kriegt ja mehr Cash, womit man bessere Scouts und Spieler verpflichten kann. Sicher, klar. Das, für sowas ist es auf jeden Fall schlau. Aber wie gesagt, das wird keiner in der Realität machen. Das wird kein Spieler mitmachen. Wenn er meint, sein Vertrag läuft aus, er hat keine Chance mehr. Der Verein plant sowieso nicht mit ihm. Dann sagt er dir, du, wir wollen mit dir verlängern. Verlänger mal bei uns. Dann verkaufen wir dich. Da kriegst du keinen Abnehmer für in Wirklichkeit. Und wer mich kennt, der weiß, wir spielen halt sehr realistisch. Und deswegen ist es für mich absurd, einen Spieler den Vertrag zu verlängern, mit dem ich eh nicht plane, nur um denen für teuer Geld anzubieten. Das ergibt für mich keinen Sinn. Sicherlich, klar, wenn man sich wirklich, wenn man auf Realismus scheißt und sagt, ich will hier Leute, die und die Leute zusammenkaufen und den Verein hochbringen. Absolut legitim, soll man machen. Aber für mich absolut aus realistischer Sicht gesehen, totaler Quatsch. Weil es macht keiner. Das wirst du nie in der Realität sehen. Hansa Rostock verlängert Vertrag mit Erik Engelhardt. Hat keine Chance auf Einsätze. Verlängert Vertrag. 2 Tage später, Engelhardt wechselt zu dem Verein. Ablösesumme Stillschweigen vereinbart. Wirst du nie lesen. Ja, nur so als Tipp. Wenn du Jugendspieler ausleihen willst, mach das besser nicht, wenn du willst, dass der nach der Leihe gleich 12 Gesamtstärke plus macht. Hä? Nur so als Tipp. Wenn du Jugendspieler ausleihen willst, mach das besser nicht, wenn du... Das ist doch cool, wenn er danach 12 Gesamtstärke plus hat. Also ein so ein Supertalent ist ja realistisch. Oder ein Talent in 2-3 Jahren mal zu haben. Ist ja sowieso, die Jungspieler können ja richtig overpowered hier drin werden bei FIFA. Dann hast du halt eine 11 nur aus Jugendspielern. Das ist dann auch Wahnsinn eigentlich. Also, wie gesagt, wir spielen das ja mal aus realistischer Sicht. Hat auch hier Lütger. Das ist schon drin. So, Leiden so verbuggt sind, sodass Spieler von der 64 gleich nach einem Jahr auf einmal auf der 80 sind. Ja, das stimmt. Aber habe ich das noch nicht so oft erlebt. Bei Union zumindest habe ich es jetzt auch nicht so mitgekriegt, dass sie gleich so übel stark werden. Kommt da, glaube ich, auch ganz drauf an, ob die noch wirklich spielen bei ihren Vereinen. Ne? Das, glaube ich, kommt noch dazu. Und bei Union haben wir bis jetzt immer Transferanfragen, beziehungsweise Leihanfragen, wo die Spieler dann, keine Ahnung, nach Basel gegangen sind. Wo man sich so denkt, ja, warum holen die den jetzt? Als ob der bei denen spielt. So, nächstes Spiel gegen Saarbrücken. Und wir haben weiterhin 5 Punkte Vorsprung auf Rang 3 und 7 auf 4. Die haben auch alle unentschieden gespielt, das ist echt der Wahnsinn. Und schon wieder ein monatliches Scouting-Update von unserem Schweden-Scout, ne?
Ja, Philipp Johansson. 3 Monate schon gescoutet. Ja, eigentlich könnten wir ihn jetzt ja theoretisch nur verpflichten, damit wir das Ziel erfüllen. Ne? Wenn wir einen Abwehrspieler dann geholt haben. Jetzt wieder Markus Sand. Seit 3 Monaten schon beobachtet. 2 Monate. 2 Monate, 2 Monate. Das, noch 1 Monat. Ich sag Berglund. Wo wir jetzt eigentlich auch ganz langsam schon genug Schweden drin haben. Ne? Ich glaube, Schweden nehmen wir jetzt nur noch, wo wirklich ein Supertalent ist. Würde ich jetzt vorschlagen, weil sonst ist es ein bisschen unrealistisch. Obwohl der ein Verteidiger ist hier, ne? Aber ist unter... Das ist ein Torwart. Torwart haben wir auch genug jetzt. Hier ist ein Verteidiger. Alex Fransson. Der ist natürlich, ja. Mein Talent verliehen. Der hatte nach einer Saison auf einmal eine 86. Aber das ist krass, Alter. Kannst du uns, glaube ich, nach Kanada schicken. Dort kann man mega gute Talente finden. Das glaube ich durchaus. Ja, können wir eigentlich mal hinschicken. Nimm alle Verteidiger mit. Ja, kann man theoretisch machen. Also den hier auf jeden Fall. Alex Fransson, der ist natürlich hier wieder. So. Ja, dann gucken wir nochmal bei den Deutschen rein, würde ich fast sagen. Beziehungsweise wir sortieren jetzt langsam mal aus. In der Akademie. Söberg, der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Jetzt haben wir mittlerweile nur noch 2 Torhüter, ne? Hier drin, okay. Sehe ich gerade. Fransson. Den Paraguay behalte ich einfach so aus Kult, weil Hans hat noch nie Paraguay gehabt. Den behalte ich einfach. Der soll hoffentlich in die erste Mannschaft kommen. René Kaiser, der ist natürlich nicht schlecht. Boah, wir haben einfach eindeutig zu viel auch manchmal, ne? Hier, der hat nur eine 50, Arthur Stein. Den, der hat zwar 92, 94 Potenzial, aber komm, den schmeißen wir raus. Das kann man nicht erwarten, ob der auch. Mats Otto, 64 bis 72. Raus. Hier, genauso. Jesper Hansson. 56 bis 62. Nee, tut mir leid. Das bringt natürlich nichts. Christian Prieto. Der ist ganz okay. Santos. Ja, der hat nur 61 bis 65. Ne? Aber irgendwie, dem will ich irgendwie ein Spiel ermöglichen. Jetzt. Mindestmarke von 800.000 hat wegen dem Rating. Ich bin schon immer so auf 400.000 gegangen. So hoch hätte ich nicht gedacht. Ja, können wir uns aber langsam wirklich einführen. Ne? Also wir haben jetzt ja wirklich genug Spieler, die eventuell Potenzial haben und dann ja verpflichten wir jetzt wirklich nur noch die, die wirklich richtig, richtig stark sind. Das ist schon, das ergibt jetzt schon Sinn, weil wir ja schon genug Leute haben jetzt. Außer die Verteidiger. Wir nehmen jetzt 2 Verteidiger auf, damit sie alle Ziele erfüllt haben. Also das mache ich einfach. Naja, sind wir aufgestiegen und die schmeißen uns raus, weil wir keine 2 Verteidiger verpflichtet haben für die Jugend. Ja, diesen Franz Santos, ich weiß, aus dem wird nichts, ne? Aber irgendwie will ich dem ein Spiel organisieren. Das ist einfach irgendwie, das hat irgendwie Kult. Hans hat noch nie in Paraguay gehabt und dann haben wir den irgendwie rein. Schmeißen alle raus unter 60. Gesamt, außer wenn es 15-Jährige sind. Nächster Scout ab nach Kanada. Ja. Aber... Erstmal können wir uns keinen Scout, also gut, doch, ja doch, den schwedischen können wir noch hinschicken. Wir haben jetzt erstmal genug Schweden. Hört sich jetzt bescheuert an, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe den einfach nur nach Schweden geschickt, weil wir irgendwie ein schwedisch, 2, 3 schwedische Stars wieder haben wollen, so wie Hansa früher in der Bundesliga hatte. So, aber wie gesagt, den Santos hier, den behalte ich. So, was war das jetzt hier? Unter 60 gesamt, außer 15-Jährige. Okay, oh, das tut weh. Genauso wie Venezuela. Den lasse ich auch irgendwie noch drin. Also. René Kaiser. Der hat sich schon verbessert. Guck mal, der hat Spezialbewegung 5 Sterne, Alter. Boah. Den lasse ich noch drin. 60, 60, 60, 66. Erik Eng. Alter. Wie stark ist der denn? Also jetzt für Drittliga-Verhältnisse, ne? Der könnte locker jetzt schon über uns drüben ablösen. Aber der ist das 15. Der ist das 15. Ah. Krass. Krass, krass, krass. Oh, hier Gunnarsson. Ja, das ist nicht doll, ne?
17, 58, komm, den nehmen wir auch raus. Ja, sortieren wir ein bisschen aus jetzt, komm. Aber wie gesagt, den Kaiser hier, den finde ich cool. Und Prieto und Santos, die lasse ich erstmal noch, ne? So, hier Fredriksson haben wir. Der ist auch nicht schlecht. Hier Beck, ja, okay. Max Beck, den können wir auch rausnehmen. 16 Jahre alt und... Ich meine, der hat sich schon um 4 Punkte verbessert, ne? So ist es nicht. Und schwacher Fuß hat er auch stark. Den Kaiser drin lassen. Ja, ja, den lasse ich auch drin. Aber Max Beck hat sich schon 4 Punkte verbessert, aber... Naja, ne? Ich lasse ihn mal kurz. Mal sehen, was ihr sagt. Dahlberg, Peter Dahlberg. LM. Der soll versiver Flügel mitspielen. Ja, gut, 1,78, dafür soll er eine Zentrale, ne? Moin, Paschi. Schön, dass du auch reinschaust. So, Franzson. Alex Franzson. 59. Ja, komm, den nehmen wir raus, denn. Haben so viele Flügelspieler hier drin, das ist Wahnsinn. So, jetzt haben wir schon ein paar rausgeschmissen. So, jetzt habe ich mich von ein paar getrennt, außer Max Beck. Ja, ich weiß, der hat sich... Dann lass uns 15. Welcher? Ach, hier, Peter Dahlberg. Ja, der ist 15, stimmt. So, Engelström ist klar, Fredriksson. Okay, die lassen wir dann erstmal. Jetzt haben wir wieder ein bisschen aufgeräumt hier. Außer die Torhüter, okay. Der 50-Jährige, den lassen wir drin. Und dann Aström. Ja, Aström nehmen wir raus, ne? Der 17,56, aus dem wir nichts kommen. So. So, und Max Beck. Ah, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich meine, der entwickelt sich ja schnell weiter, ne, muss man ja sagen. Überleg mal, wir sind nicht mal eine halbe Saison durch und hat mittlerweile schon 4 Punkte plus gemacht. Also den lasse ich jetzt erstmal. So, und dann hole ich jetzt erstmal die Verteidiger rein, damit wir dieses dämliche Ziel erfüllt haben. Damit wir dieses dämliche Ziel erfüllt haben. Scout-Bericht lesen. Ja, Wirkungsspiel machen wir auch gleich noch. Oh, hier haben wir nicht mal einen Verteidiger drin. Nein! Wir haben hier nicht mal einen Verteidiger drin. Oh Mann. Haben wir hier denn jetzt noch einen Verteidiger? Ja, hier ist noch einer. Philipp Johansson. Den nehmen wir erstmal mit. Hat nur noch 180. Ach komm. Hier ist noch einer. Hier ist kein Verteidiger. Kein Verteidiger. Torwart schon wieder. Kein Verteidiger. Ich glaube, der hat keine Hauptposition als Verteidiger. Der ist Verteidiger hier aber. Oskar Nordström. Komm, den nehmen wir jetzt erst einmal. Zack. Und Isak Martinsson ist auch Verteidiger. Nehmen wir jetzt auch, komm. Haben wir jetzt beide mit... damit sollten wir jetzt doch das Nachwuchsziel erfüllt haben. Ich glaube, ja. Kann gleich eine Mail gekriegt. Jawohl. Da ist das Nachwuchsziel erfüllt. Die Fortschritte unserer Fußballschule begeistern uns enorm. Unser Ziel war die Stärkung des Teams durch unsere Jugendakademie ausgebildete Spieler. Genau das haben sie auch erreicht. Naja gut, nur weil ich jetzt zwei Abwehrspieler verpflichtet habe. Gib mir eine Entwicklungspläne. Diesen 17-jährigen Torwart mit der 56 raus mit dem. Ja, ist doch raus. Ist doch. Gib mir eine Entwicklungspläne. Gut. Also das Ziel haben wir jemals erreicht. Das ist gut. Und gleich mal ein 98er Manager-Rating. Alter Verwalter. Achso, Entwicklungspläne wollte ich. Genau. So, hier den Torwart. Da können wir ein bisschen was. Sicherlich. Den können wir sicherlich vernünftig ausbilden hier. 9 Wochen. So, was hat er? Ja, hier Position. Da kann er was dazu gewinnen. Zack. So, hier ist noch einer. Martinsson. Achso, den haben wir gerade. Ah, ja, das ist die. Oh Gott. Können wir den jetzt wieder rausschmeißen? Ist denn das Ziel noch erfüllt? Ich glaube, ne? Auch wenn ich ihn jetzt rausschmeiße. So, hier ist rechter Verteidiger. Oskar Nordström. Ah, der ist auch nicht doll, ne? Erstmal können wir ihn drin lassen. Vielleicht kriegen wir auch noch einen besseren Verteidiger. Also hier mal was dazu. Hier ein defensiver Verteidiger. Verteidiger muss er auch dazu gewinnen. So. Peter Dahlberg, der ist, schon eingestellt. Da ist eingestellt. Da habe ich schon eingestellt. Alles klar. Außer bei dem hier, Martinsson. Ich weiß es nicht. Ist das Ziel... drin lassen, ja? Oder was? Ich bin mir jetzt unsicher, aber Nordström hätte... Ach gut, ja gut, der Martin, so guck mal, der hat so 68 bis 92 hier. Nordström hat nur 54 bis 74. Ich lasse es jetzt erstmal drin. Ich habe jetzt Angst, dass mir das Ziel rausflöten geht. So. Wir haben noch ein Training. Wir spielen gegen Saarbrücken. Gegen Saarbrücke. So. Riedel rückt wieder rein. Reintaler. Ah, Reintaler hat einen Punkt dazu gekriegt. Sehr schön. Den werden wir wohl verlängern.
Klatt hat auch einen Punkt zugekriegt, ne? Möchte ich meinen. Omladic würde ich heute von Beginn an spielen lassen. Für Vollmann, für Hook. Bahn ist wieder fit. Links hat zuletzt Poli einen guten Job gemacht, aber wir lassen Littger da. Sheriff ist klar. Rosbach, das war mir nicht so sattelfest anscheinend letztes Mal. Knight hat, da gibt es auch nichts drin. Ich glaube, Knight hat auch einen Punkt gekriegt, ne? Das ist 68. Geh mal auf Positions. Muss kurz weg, muss kurz WLAN neu starten. Jo, mach das. Geh mal auf Position. Ach so, bei... Ah, okay. Ja, zu spät. Hab ich ja zu spät gesehen. Machen wir nachher. Sag mir mal genau, was wir genau gucken sollen. Wie bei Position jetzt. So, für Rosbach würde ich denn heute mal wieder den Horn mitnehmen. War letztens auch schon gespielt. Herzog würde ich immer wieder. Adelo würde ich auch gerne wieder mitnehmen. Ah. Oder wollte ich Bahn nicht draußen lassen? Nee, der hat ja. Nö, der war ja, ne? Ich dachte nur längerfristig, ne? Gut. Löhmannsröben. Sonnenbergriedel. Also mit Reithal werden wir auf jeden Fall verlängern. Rosbach versuche ich spätestens im Sommer irgendwie abzugeben. So. Und dann gehen wir jetzt rein in die Bücher. Nächstes Spiel: Simulieren gegen Saarbrücken. Das ist kein Spitzenspiel. Und ich hole mir dann in der Zeit schnell mal nochmal eine schöne Flasche Wasser. Und wenn Paschi gerade noch zuguckt, du wirst mich, glaube ich, schlagen. Ich habe gerade kein Bier im Haus. Kaufe ich morgen erst wieder ein. Jetzt hole ich mir fix eine neue Flasche Wasser. Greenscreen bewegt sich. Oh, wir haben das gute Wasser von ja. Oh, Rewe. Hab anscheinend noch nichts verpasst. 0-0. Positionswechsel, wenn etwas 2 bis 4 Wochen geht. Ist die Chance groß, dass die Spieler sich um mehrere Punkte führen? Das stimmt, ja. Elfer für mich, ach du Scheiße. Oh, hätte ich den selbst geschossen, hätte ich jetzt geführt. Oh Mann, hat Bahn etwa verschossen? Das gibt's doch nicht. Damit rechnet man ja nicht, dass in der Anfangsphase gleich ein Elfmeter kommt. Aber naja, gut, komm, ist auch realistisch, dass man einen Elfmeter verschießt. Mein Gott. Für Hook bleibt hängen, schade. Chaos Army, du hast wohl 11 Meter verpasst. Ich hab's auch verpasst. Bahn hat verschossen, nachher 0-0 zur Pause. Da, eine Chance, da, tatsächlich Bahn. 8 Minuten, das gibt's doch nicht. Gleich auswechseln, nein, wir machen weiter. Da wechseln wir jetzt nichts aus. Und dann geht weiter rein. Also kommen wir etwas in Strauche nach den 2 klaren Siegen gegen Tükücü und Haching. Gegen die 2 Münchner Clubs. Da ist wieder Roter, unser Doppeltorschütze von Tükücü. Schärf, Hook. Da ist Bahn. Oh. Und da war es abseits. Nee, faul. Okay. Möglichkeit vielleicht für Saarbrücken. Klasse von Kolke.
Halbe Stunde ist noch zu gehen. Unser Brücken setzt uns jetzt zunehmend unter Druck, sehe ich gerade. Nächste Chance. Für diese Brücke. Ja, die halten uns jetzt ziemlich auf Trab dort. So, jetzt müssen wir mal wechseln, glaube ich. Rheintaler ist noch da, Horn. Wir bringen Polido für Littka. Und vorne bringen wir jetzt einfach mal Breyer rein. Mal schauen. Vielleicht hat Breyer heute ja das Glück des Tüchtigen. So, selbst spielen. Schon. Ah, komm, bis zum 75. warten wir noch. Wenn jetzt nicht viel passiert, aber. Bahn. Da ist Neidhardt. Breyer, komm, Breyer, setz nach. Oh, da ist der Brücken durch. Und Volke. So, jetzt gehen wir rein. Oh, Kolke hat ja den Ball am Fuß. Saarbrücken in Himmelblau. Was ist das denn? Chef, so. Oh, gestrecktes Bein. Roter bleibt nicht liegen. Schärf, klasse. War ja für Bahn. Und da kommt Manuel Verona Polino und dann was abseits. Ach, Mann. So, warte, dann wechseln wir auch noch ein drittes Mal. Bringen Vollmann für Omladic noch rein. Oh, Corby, zeig, was du kannst. Für Omladic. Übrigens cool, dass ihr heute so aktiv im Chat seid. Finde ich richtig geil. Macht echt Spaß. Auch immer so meine Meinung dazu zu äußern, wie ich so das... Ein bisschen so auch zu hören, so ein bisschen Feedback. Jetzt die Chance für Saarbrücken, Kolke! Boah! Oh, Roter. Oh, Katastrophenpass von Björn Roter. Auf Polido. Der will... Schärf, klasse. So, wieder Roter. Nimmt Löhmanns Röben mit. Ja, Diagonalbälle. Löhmanns Stärke. Vollmann, Mist. Erdedei. Mendler gegen Neidhardt. Mendler hat Glück, dass er bei ihm wieder genau in den Lauf springt. Von Neidhardt. Bahn. Oh, Bahn genau in den Lauf. Genau geköpft auf Jakob. Die will mit der Hacke. Fröse. Ja, dann legen wir hin. Nee, ist zu ähnlich, glaube ich auch. Blau und blau. Auch wenn man es ganz gut erkennen kann, finde ich. Ah, oh Gott. Keine Richtung gedrückt. Roter. Polido. Ich dachte, ich kann Doppelpass spielen. Doch, kann ich. Verona Polido ist schneller als Breitenbach. Manuel Verona Polido auf Bahn. Tor für Hansa. Bentley Baxter Bahn. 90. Minute, 1:0. FCH. FCH. Bahn mit Treffer Nummer 12 macht seinen verschossenen Elfmeter wieder gut. Und ist noch 12. Treffer, ne? Jo, 12. Saisontreffer. Alter, ist das Wahnsinn. Und vorbereitet von Manuel Verona Polido, der aktuell wirklich wirkungsvoller ist als Maurice Littka. Also, beim letzten Spiel gegen Meppen, Last Minute das 1:1 geholt. Jetzt Last Minute der Sieg. Das ist nicht mein FC Hansa. Jawohl, Hansa-like wäre es gewesen, wenn wir jetzt in der letzten Minute verlieren. Meine Stimme ölen. Ich muss mal früh kommentieren. Wahrscheinlich, weil ich heute Morgen schon für YouTube aufgenommen habe. Video kommt übrigens morgen. Hatte ich erst gedacht, heute Abend noch hochladen, aber nee, ich wollte lieber streamen. Deswegen wird es morgen irgendwann kommen. Mal schauen, wahrscheinlich morgen Abend. Wieder zwei Spiele mit Union.
will nichts spoilern. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Ja, ja, gerne. Sie sind das Risiko eingegangen, Bahn abzustellen, aber hat sie es ausgezahlt. Ja. Der Stahl ist gelungen, er kann noch viel mehr. Ja, kann noch viel mehr. Gelungen ist der Stahl dann nicht, ne? Er hat ja zuerst den Elfmeter verschossen, den wir nicht gesehen haben. Bahn fängt gerade an, genau. Hansa ist bislang in der dritten Liga ohne Niederlage. Naja, eine Niederlagenserie, ne? Bin aus guten Gründen, das sage ich jetzt jede Woche, ne? Seit 14 Spielen ungeschlagen. Letzte 5 Minuten Siegtreffer gemacht. Das war jetzt nicht Glück. Das hatte mit Glück gerade nichts zu tun gehabt, das Tor. Wir waren deutlich besser, hatten die Chancen. Naja, Chancen am Ende nicht. Aber ich danke Ihnen für zu den Interviews bei FIFA habe ich mich ja schon geäußert. Nur mal so als Frage, wer kommt deiner Meinung nach ins DFB-Pokal-Halbfinale? Wer ist alles drin? Wartet mal. Da schauen wir doch mal ganz kurz rein. Jetzt ist die Woche, ist ja Viertelfinale, ne? Dann mache ich doch mal kurz mein Pokaltippspiel, Leute. So. Cookies akzeptieren. PC-Aufnahme. Ich schiebe mich mal fix hier eine Seite. Und dann auf geht's. So, Kicker. Wo ist der DFB-Pokal? Was? Bremen gewinnt gegen Frankfurt heute Abend? Alter. Mein Tipp schon wieder versaut bei Kicktipp. Ist doch zum Kotzen. 2-0 Frankfurt hat getippt. So, hier, Viertelfinale. Regensburg, Bremen, Gladbach, Dortmund, Essen, Kiel. Oh, das ist ja krass für Essen, ey. Dann verlieren die heute Abend 3-0, was ich morgen früh kommentiere, gegen Düsseldorf. Zweite. Und jetzt gegen, das ist natürlich bitter für die. Leipzig, Wolfsburg. Also Leipzig kommt definitiv rein, denke ich. Es wird auch Bremen gegen Regensburg schaffen. Dortmund glaube ich auch, dass sie es durchsetzen werden. Es sei denn, Gladbach bekommt so eine Wiederauferstehung. Kiel, ich könnte es eher, ich kenne es Essen zutrauen. Ich glaube aber eher Kiel. Also ich bin so wirklich hier auf Favoriten gestaucht. Also ich sage, Halbfinale wird Bremen, Dortmund, Kiel und Leipzig. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bremen jetzt wieder verkackt. Die haben heute gewonnen gegen Frankfurt. Dass die den auch gegen Regensburg verkacken. Wie hat Regensburg heute Abend gespielt? Die haben heute Abend auch gespielt gegen Paderborn, glaube ich, ne? Regensburg 1-0 gewonnen gegen Paderborn sogar, meine Güte. Karlsruhe gewinnt gegen Darmstadt. Ja. Ja. Also, da haben wir fix mal den Pokaltipp reingehauen. Nicht so auf Pokal, glaube ich, jawohl. Ich sag, Essen kommt 2-1 gegen Kiel weiter. Ja, könnte ich denen zutrauen. Es hat Leverkusen Bielefeld rausgeklappt. Auf jeden Fall haben sie, ne? Also, sicherlich, aber darf man sich von den Ergebnissen der Liga aktuell nicht blenden lassen. Aber anscheinend hat Essen ja wirklich so einen Negativtrend, ne? Die waren ja lange oben in der Regionalliga West. Haben jetzt zwar 2 Spiele weniger als Dortmund 2, aber sind jetzt 2 Punkte hinter Dortmund und haben heute Abend schon wieder verloren gegen Düsseldorf 2. Schwer. Pokal gönnen, Dortmund. Ja, ich auch irgendwie, aber irgendwie auch wieder nicht, weil die mir einfach in den letzten Jahren so eine große Klappe haben, Dortmund. Und da kommt nichts. Also so wie die in der Bundesliga aktuell spielen, ist ja echt Wahnsinn. Ich meine, jetzt gerade haben sie sich wieder gefangen. Gut, gegen Schalke 4-0 zu gewinnen, ist keine Kunst in der aktuellen Verfassung. So, was sagt Löhmanns Röhm denn? Danke, dass ich so oft in der ersten Mannschaft spielen darf. Ja, na klar, Lö. Das war... Bleib mal auf dem Teppich, ne? Der Lö muss auf dem Teppich bleiben. So, dann haben wir noch ein Spiel, dann ist die Hinrunde rum. Dann können wir uns auf den Transfermarkt konzentrieren. Mit Türpitz, mit Schwede, mit Rhein. Wir sind schon wieder alle im Training. Hör auf. Alle, die sind im Training, die trainiert werden müssen. Obwohl Engelhardt in dieser Einheit nicht. Ach, da gibt es zu wenig Punkte. So, dann nehmen wir lieber... Wir hatten hier zu wenig, komm. Hier keiner, super. Ja, die sind alle. Auch die Stammspieler. Ach Mann. Haben hier alle über 90. Ja, komm, dann Littger und noch irgendeiner. Noch irgendeiner. Ja, da muss halt Engelhardt. Hier mit hin. Holen wir hier Polido raus.
Nimm dafür Engelhardt rein. Ach so, ich muss auch Polydor rausnehmen. So. Ach Gott, ja, so rum. Ist ja echt mit 93 drin, umladet. Ach Mann. So. Dann mal los. Hast du Mods? Bislang noch nicht. Bis jetzt habe ich das Chatverhalten so eingeschätzt, dass ich selber mit klarkommen muss. Ich hoffe, dass Bremen, Kiel oder Essen den DFB-Pokal gewinnen. Bremen wäre natürlich auch hammergeil, wenn die den Pokal gewinnen. Aber die kriegen in der Liga ja auch nichts mehr gebacken. Man hat gedacht, letztes Jahr Relegation gerade so geschafft. Jetzt wird es besser, aber im Moment ist Bremen auch so auf dem Weg zum HSV zu werden. Ne? Wo man dachte, nach Relegation wird alles besser und dann hat's nicht gesehen. Und Essen, na klar, also wenn Kiel sowas den Pokal gewinnt, das ist Wahnsinn. Für Kiel wäre es richtig geil. Aufstieg in die Bundesliga, Pokal gewonnen und nächstes Jahr Europa League. Frage ist da, würden die da richtig Kohle machen mit oder gehen die denn unter, weil sie gezwungen sind, zu viel auszugeben plötzlich? Das wäre die Frage. Und dann ist das blöd, natürlich keine Fans, ne? Es ist nichts erlaubt. Ich gehe auch davon aus, dass das Pokalfinale auch im Mai, Juni, auch ohne Fans sind. Aus meiner Sicht müsste man die ganze EM absagen. Quatsch. Wenn keine Aussicht auf Zuschauer sind und wir hier immer noch Angst vor einer dritten Corona-Welle haben, muss ich mir keine Europameisterschaft in 12 Ländern reinziehen. Also, die ist mir so schon egal, aber ohne Fans noch. Ja, gut. Will jetzt hier keinen Politik-Corona-Talk draus machen. Warum immer diese Einheit mit einem dazu bloß, ey? Ah, Mann. Hier kann Riedel raus. Riedel. Dabei, der müsste putzen. Alle drin im Training jetzt hier, Herzog noch. So, müssen wir so abgehen. Wer ist denn das letzte? Ach, gegen Bayern 2 war es jetzt das letzte. Der Hinrunde. Und dann, wir haben jetzt nach 80 Spielen schon 40 Punkte. Wahnsinns-Hinrunde von Hansa. So, Achtung, sie könnten 7 Spiele verlieren. Ja. Breyer ist gut drauf, möchte spielen. Gute Form, fühle mich wohl. Ich hoffe, dass ich den Bayern nicht auf der Bank sitze mehr. Ich denke mal drüber nach, Pascal. Schärf, Limmansröhm, Vollmann, Hook. Hey, er zeigt mir jetzt auch wirklich die an, wie älter als 23 sind. Ne? So, komm, ich glaube, den ersten können wir jetzt schon verlängern. So kurz vorm letzten Saisonspiel. Wir spielen auswärts. Man weiß nie, wie hier in der Euroleague abschneidet. Ja, definitiv weiß man es nicht, aber ist auch wieder die Sache, ne? In der Euroleague rocken oder in der Bundesliga dann untergehen. Das ist, wenn sie dann in der Europa League Halbfinale kommen und dann in der Bundesliga absteigen haben, können sie auch nichts von kaufen. Auf jeden Fall verlängern wir jetzt schon mal mit Sven Sonnenberg. Was verdient er aktuell? 1100? Was ist so das Gehaltsgefüge, das teuerste? 2000. Ey, sind ja alle gut verteilt hier. Also, Sven Sonnenberg. Vertrag. Muss ich mal gucken hier. Wenn Budget noch was verändern muss. Guck mal, wir haben aktuell. Ja, wenn wir vielleicht ein bisschen was gehaltstechnisch hochgehen. So. 20.000. Mal schauen, was wir so machen können mit unseren bescheidenen Mitteln. So, mit Sonnenberg auf jeden Fall erstmal. Obwohl, da können wir abwarten. Den nimmt uns da keiner weg, ne? Den nimmt uns da keiner weg. Können wir vielleicht noch ein bisschen abwarten. Lukas Schärf, ey, der verdient 2. Warte, der hat 5% Marktwert Minus gemacht. Warum entwickelt er sich nicht mehr? Sind wir da schon an der Schmerzgrenze angekommen, oder was? Nö, eigentlich nicht. Bei Rosbach, ja, bei Riedel. So, mit Riedel und Kolke haben wir schon verlängert. Gut, also erstmal Lukas Schärf. Identifikationsfigur, Rostocker Jung. Vertragsverhandlung. BVB gegen Bremen, Pokalfinale. Halbfinale wäre heftig, weil Bremen Dortmund ja zweimal in Folge rausgeschmissen. Ja, das stimmt. Das ist ja der Angstgegner von Dortmund im Pokal, ne? So, wir setzen uns hin mit Lukas Schärf. Voll im Kader, wichtig. Jawohl, will er auch. Teamrolle haben, Vertragslaufzeit für Lukas Schärf. 4 Jahre, komm. Bis 20.
25 verlängern wir mit dir denn. Du bist das Aushängeschiff. Er will nur 2 Jahre. Er will nur 2. Komm, dann versuch es mit 3 Jahren. Bis 24, jawohl. Da ist er dabei. Möchte keine Freigabesumme. Das akzeptieren wir natürlich sehr gerne. Direkt zum Finanziellen kommen. So, was soll ich ihm anbieten? Er verdient aktuell 1500. Ein bisschen mehr muss ich ihm wahrscheinlich geben, ne? 1650, komm. Ein Einstiegsbonus von 25.000, ob er das mitmacht. Wir können ja nicht mit Zahlen um uns schmeißen, ne? Wir wollen ja auch Transferbudget noch haben. Ich probiere es einfach mal, mal sehen, was er sagt. Nicht, dass er jetzt zu wenig ist und er haut gleich ab. Er nimmt's an, jawohl. Lukas Scherf verlängert seinen Vertrag beim FCH um 3 Jahre bis 2024. Eine Vereinsidentifikationsfigur bleibt an Bord der Kogge. Sehr schön. Der Knight hat jetzt echt schon eine plus 3 gemacht oder ist das die Form? Ich glaube, da muss ich auf Entwicklung gehen, ne? Da sieht man dann, wie viel der plus gemacht hat, oder? Ja, da sieht man es eher. Gucken wir mal hier kurz rauf, die Entwicklung. Kolka hat schon ein Plus gemacht. Klatte hat 2 Plus gemacht. Ja, Voll ebenfalls auch ein. Schärf leider noch nichts. Rosper auch nicht. Riedel bleibt. Sonnenberg hat 2 Plus gemacht. Sehr schön. Rheintaler 2 Plus. Neidhardt 3 Plus. Doch, das waren noch die Zahlen. Butzen 3 Plus. Wimmernström bleibt dabei. Rota 2 Plus. Redlo 4 Plus gemacht. Sehr schön. Horn 2 Plus. Der hat noch nicht. Bahn und einen dazu gekriegt. Vollmann 1 Punkt dazu, am Ladisch blieb. Schulz 2 Punkte. 1 Punkt bei Litka. 1 Punkt Polido. 1 Punkt für Hook. Breyer ist geblieben. Engelhardt plus 2 immerhin. Ja, okay. Dann sind die plus 2, die da stehen, dann doch die Zahlen. So. Jetzt die nächste Verlängerung wäre dann für Hook eigentlich, oder? Sollten wir mit für Hook in die zweite Liga gehen? Eigentlich schon, ne? Eigentlich sollten wir mit für Hook in die zweite Liga gehen. Denke ich auch. Er trifft ja aktuell, ne? Also ein Jahr verlängern würde ich auf jeden Fall mit ihm. Deswegen nächster Verlängerungskandidat John für Hook. Wichtig die Rolle, jawohl. Um ein Jahr. Genau das wollte ich auch. Genau das wollte ich auch. Schön, dass er mir dazu vorkommt. Also übergehen wir mal. Über Gehalt sprechen. Ob er da ein bisschen was einstecken würde. 1500 gehen wir runter. Einstiegsbonus. Na komm, sagen wir 30.000 zur Unterschrift. Mal gucken, was er meint. Sicherlich will er nochmal verdienen. Ne, endet an. Also auch John Verhoek verlängert um ein Jahr. 2 Jahre. Ne, wir machen erstmal ein Jahr. Weil man weiß ja nicht, wie er sich in der zweiten Liga entwickelt. Wenn wir dann... Wie Ab oder Tilman. Ne, das ist ja genau das, so wie ich nicht FIFA spiele. Schon gar nicht mit Hansa. Es wäre überhaupt nicht Hansa-like, jetzt so einen Ab zu holen oder so. Sicherlich ist hier okay, wenn wir hinkriegen. Aber es wäre überhaupt nicht Hansa-like. Und kein Hansa-Fan würde es verstehen, wenn für Hook die zum Aufstieg schießt. Und er nicht verlängert wird. Das wäre ja wohl, könntest du keinen verkaufen. Wie gesagt, wenn man FIFA spielt, ohne groß auf Realismus zu achten, dann macht man das so. Sicherlich ist alt, ist über 30, weg. Aber nee, ich finde das genau das Realistische. John Verhoek ist ein Holländer, 31 Jahre jung, hat jetzt bei Hansa nochmal seinen 2. Frühling, also ist wirklich in Topform. Unglaublicher, wichtiger Stammspieler. Auch hier bei uns in diesem Karrieremodus gerade 12 Saisontore ist eine Marke. Ich glaube, ist sogar beste Torschütze der Liga aktuell. Und dann wäre es irgendwie taunrealistisch, wenn wir mit denen nicht verlängern würden. Also um ein Jahr, klar. Wir werden sehen, wie er sich dann in der zweiten Liga macht, ob es aber dann auch mithalten kann. Wenn nicht, ist er halt weg. So sehe ich das. Also so ist meine Variante, um FIFA zu spielen. Gerade wenn ich mit Hansa spiele. Ich spiele ja so schon nicht gerne mit Hansa, aber so, wenn ich mit Hansa spiele, dann wirklich komplett real. Deswegen sage ich ja auch, wir holen uns im Winter nur die Hansa wirklich auch geholt hat. Wie findest du SC Freiburg? Sehr sympathisch. Sehr sympathischer Club. Finde ich geil, was die so machen. Dann sind die halt zwischendurch mal in der zweiten Liga. Christian Streich bleibt Trainer, kommen sie halt wieder hoch. Sind Europa League, gehen wieder runter.
Aber aktuell machen sie es richtig gut. Finde ich cool. Das neue Stadion finde ich auch richtig schick. So, gucken wir mal nach hier genau. Top-Torjäger ist Bahn mit 12 und für Hook zweitbester Torschütze der Liga. Also, das wäre blöd, wenn wir den nicht verlängern, nur weil er zu alt ist. Für mich ist 28 auch nicht alt, wenn man ehrlich ist. Bestes Fußballalter. So, wir spielen gegen die Bayern. Teammanagement. So, wie werden wir denn aufstellen? Breyer wollte gern. Komm, ich lasse ihn heute spielen über links. Ich lasse Breyer heute über links kommen. Ja, geht dann ja anders. Fokus gesetzt, da gerade Vertrag verlängert. Bahn ist gesetzt. Vollmann. Obwohl, nee, Vollmann. Rechts hat mir auch nicht so gut gefallen. Und links kommt der Pulido, weil Littger auch nicht so gut drauf war. Dafür. Oh, Engel hat wieder einen Punkt dazu gekriegt. Dafür kommt Engel dann in den Kader. Für Rosbach kommt Detlo noch mit. Der hat auch wieder einen Punkt dazu gekriegt. Sehr schön. War vorhin noch bei 58. So, Horn habt ihr letzten Mal drauf ge. Ja, und so fahren wir dann weiter. Rheintaler. Nee, Sonnenberg ist, macht da halt seine Sache gerade wieder gut. Ah, du bist Freiburg-Fan. Wenn es um Realismus geht, solltest du dich dann nächste Saison auf die Innenverteidigung rechtes Mittelfeld, links Mittelposition verbessern. Ja, Flügel definitiv auch, denke ich auch. Flügel, Innenverteidigung mal gucken. Riedel ist so Mr. Zuverlässig, Mr. Hansa Rostock. Und Sonnenberg ist ein gutes Talent, dahinter Rheintaler. Müsste mal gucken. Da überlegen wir uns noch was auf jeden Fall, wie wir da weitermachen. Aber Sonnenberg als gutes Talent, der hat, glaube ich, Potenzial. Auch wenn er bei uns immer zu spielt. Glaube ich, der hat dynamisch Potenzial, richtig gutes Rennen, glaube ich. So, Roter hat mir letztens mal auch nicht gefallen. Komm, da geht Butzen mal wieder rein. Da geht der gute Butzen mal wieder rein heute. So, Roter dann auf der Bank. Da bräuchten wir noch einen Außenverteidiger. Haben wir noch einen Außenverteidiger? Nee, Rosbach nur. Dann nehmen wir Horn oder Schulz mit. Ah, ich bin mir nicht sicher. Dann nehmen Horn mit. So. Alles klar. Butzen nochmal wieder dabei und auf geht's. Gegen Bayern 2. Doch, Freiburg finde ich echt ein cooler Verein. Christian Streich auch ein Trainer, den man einfach nur mögen kann, finde ich. Diese Art und Weise, diese lockere. Boah. So, letztes Hinrundspiel. Verträge mit zwei wichtigen Spielern verlängert, mit für Hook und Schärf. Oh, da ist Hook frei. Für Hook mit der Chance. Für Hook! Da ist er. Zahlt seine Vertragsverlängerung sofort zurück mit einem Treffer. 1-0 für Hansa. Endlich mal wieder ein frühes Tor. Letzten zwei Spiele ja jeweils Last Minute. Oh, es ist jetzt schon wieder 0.17 Uhr. Streamen wir echt erst 1 Stunde 42? Zeigt mir das OBS hier richtig an gerade? Kommt mir so kurz vor. Nee, 1.55. Fast 2 Stunden sind wir hier am Werk. Kann man schon sagen. Oh, für Hockey klasse diese Ablage, ne? Auf Bahn eben. Fand ich geil. Pulido. Verona Pulido. Na? Schärf kommt mit. Pulido. Ziel ist ja auch nicht, wenn wir jetzt aufsteigen sollten, auch nicht sofort hoch zu marschieren. Sicherlich schielen wir da schon hin. Irgendwo. Oh, die Chance! Für Hook mit dem Doppelpack. Da ist er. Also. Ja, klar, ist auch irgendwo das Ziel, irgendwann mit Hansa in die erste Liga zu kommen. Hier auf diesen FIFA-Karrieremodus. Livestream-Karriere. Aber erstmal ist ja natürlich das Ziel, klar, Klassenerhalt. Deswegen würde ich jetzt nicht komplett den Kader rund erneuern. Und jeden rausschmeißen, der nicht zweitligatauglich ist. Also das werden wir immer noch sehen im Laufe der zweiten Saison. Oh, klasse durchgesteckt. Doch, abseits. So, jetzt muss ich kurz mal lesen. Gegen Bayern 2 solltest du besser selbst spielen, wenn du auch keinen 3-0-Klatsch kassieren willst. Hahaha, nö. Christian Streich hat die Jungs im Griff, genau. Ich korrigiere 3-1. Nee, auch nicht. 3-2? Kannst vergessen. Jetzt kommen die Bayern aber mal. Kolke, da ist der Anschluss. Warum? 3-2. Ja, ich glaube. Nee, 3-0 wird es nicht mehr. Fiete Arp mit dem
Anschlusstreffer. Und 2-0 haben wir diese Saison schon mal vergeben gegen Magdeburg. Ich erinnere dran. Das war, glaube ich, im letzten Stream sogar. Bevor wir dann im Among Us gespielt haben. Da kommt die Chance für Bayern. Das 2-2 noch vor der Pause durch. Ist es Niklas Kühn? Heißt der Niklas mit Vornamen? Eieiei. Hey, erzähl hier keinen Scheiß, Chaos Ami. Kurz vor der Pause das 2-2. Haben wir so ein bisschen aus der Hand gegeben. Hier sind so die Noten. Was sagt bei Breyer? 6,2 nur. Ja, müssen wir Breyer leider rausnehmen. Das war nix. Omla oder Vollmann? Bringen wir Omladic. Und wir spielen zweite Halbzeit selbst. Oh, nee. Ich hab's. Nee. Oh, dieser scheiß Schnee. So, also zweite Halbzeit. Wir gehen selbst rein. Müssen auf dem absoluten Acker hier spielen. Oh, Bahn. Findet Nick Omladic. Pass zu kurz. Müssen wir uns so ein bisschen konzentrieren. Bahn, klasse dazwischen. Omladic. Wieder Bahn. Verhoog, Dreierpack. John Verhoog. Zwei bis drei Törchen, da geht's los. Verhoog also mit dem Dreierpack hier. Klasse, Butz hat den erst geblockt. Dann Omladic auf Bahn. Bahn legt rüber auf seinen kongenialen Partner John Verhoog in dieser Saison. Das Zauberduo bei Hansa. Verhoog steht mal wieder goldrichtig, da wo ein Stürmer stehen muss. Mongas, wie viele Leute sind wir denn? Nee, heute nicht mehr. Ich muss ins Bett. Wie gesagt, morgen früh kommentieren. Und hiernach kümmern wir uns ja gleich noch um die ersten Transfers. Und dann ist erstmal Sense für heute. Aber noch nicht ganz Schluss. Wir können noch ein bisschen quasseln. Also, erneute Führung, nachdem wir das 2-0 schon vergeben haben. Sonnenberg, klasse gegen Ab. Da ist wieder Bahn. Und Omladic mit. Nick Omladic. Und der Ex-Rostocker Ron Torben Hoffmann hält das Ding. Ja, ist ein Rostock geborener Junge. Ich weiß aber nicht, ob er, ob und wie lange er bei Hansa eine Jugend war. Ich glaube, eine ganz junge Jugend war er bei Hansa. Da ist Kühn. Kern, Routinier, Riedel, stark. Oh, gut wieder nach Kühn gespielt. Das ist Kern. Riedel. Und Bahn. Findet rechts wieder Nick Omladic. Flanke kommt. Verhoog und den runter. Schärf. Ah, zu lang. Riedel ging ab. Riedel blockt zumindest gut. Bayern muss neu aufbauen. Kaiser findet links wieder Kühn. Der Torschütze zum Anschlusstreffer. Oh, der bleibt im Spiel. Keine Hand. Sonnenberg. Kolke muss hin. Macht er auch. Butzen. Ah, bleibt er hängen. Lawrence. Wieder Kern. Neidhardt. Zuvor gut gemacht von Riedel. Omladic, Verhoog, Bahn. Findet links jetzt Schärf. Der wieder auf Farona Polido. Muss wieder bremsen, war keiner in der Mitte. Jetzt Schärf. Schärf. Bahn im Abseits. Wie glaubst du, wird es den nächsten Jahr mit Rostock aussehen? Boah, gute Frage. Wie gesagt, erstmal gucken, ob wir den Aufstieg schaffen. Es ist möglich dieses Jahr, wie schon gesagt, wie schon angesprochen. Ist, wie gesagt, wirklich möglich. Horn wird kommen. Links für
Pulido. Oder nee, komm, Engelhardt kriegt heute mal wieder die Chance. Heute kriegt Engelhardt mal die Chance. Wie gesagt, der Aufstieg ist möglich dieses Jahr. Und dann gilt es natürlich auf jeden Fall erstmal sich zu etablieren. Also erstmal klar, wird es in der nächsten Saison, wenn sie aufsteigen in der zweiten Liga, nur ums Überleben gehen. Dann wird es nur darum gehen, irgendwie in der zweiten Liga zu bleiben. Und dann mit stetigen, umso länger man in der zweiten Liga ist, umso mehr Geld kommt ja zur Verfügung wieder. Ne? Die Fernsehgelder ist ja ein riesiger Unterschied in der zweiten Liga als in der dritten. Und wenn du dann 2-3 Jahre in der zweiten Liga wieder bist, dann hast du eine gute Basis geschaffen und hast auch die Möglichkeit, wieder andere Spielerkaliber zu verpflichten. Und das ist so die Möglichkeit, die Hansa hätte. Und dann, ja, wenn man erstmal oben ist, dann kann man wieder nach oben schielen. Also wenn man erstmal in der zweiten Liga ist, dann kann man wieder nach oben schielen, so rum. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir dürfen bei Hansa erstmal nur, aufgrund der aktuellen Lage, dürfen wir nur auf diesen Aufstieg schauen und da zusehen, dass man da drin bleibt, denn bis 2022. Die letzten Jahre hat man immer so gesagt, man muss in den nächsten 5 Jahren so mal aufsteigen. Also wir gucken, dass man in den nächsten 5 Jahren so aufsteigt. Jetzt sitzt man in dieser praktikablen Situation. Und alles andere ist Zukunftsmusik, wie gesagt. In der Jugend passiert so viel. Also in der Jugend passiert aktuell einiges, dass man da wieder auch frohen Mutes vorausblicken kann. Und ja. Da will man auch denn sicherlich, wenn man in der zweiten Liga ist, über kurz oder lang natürlich auch in die Bundesliga wieder aufsteigen. In der Jugend. Verhook. Klasse Chipball auf. Erik Engelhardt. Und der Junge hat ja ein gutes Talent. Schade. So, Bayern im zweiten Durchgang. Kaum noch wirklich gefährlich. Einmal musste Kolke eingreifen. Jetzt presst sogar Riesel vorne mit. Vita auf Dayaku. Gegen Sonnenberg. Dayaku mit der Flanke. Riedel wieder zur Stelle. Und Bahn. Verhook. Verhook findet Bahn. Der wollte durchstecken zum Umladisch. Da ist abgefälscht gewesen. Ich glaube, einmal hätten wir noch wechseln können. Ne? Haben wir jetzt verpasst. Weil ich mich wieder so wie Haching schon so verquatscht habe. So, Bayern jetzt mal vielleicht mit der Möglichkeit. Dayaku, das ist ab. Jan Fiete ab. Putzen ist da. Neidhardt. Und Lehmanns Röhm prügelt da immer gegen. Und damit ist Schluss. 3-2 Sieg gegen die Bayern. Haben uns ein bisschen schwerer getan. Das Leben schwerer gemacht. Es ist Verhook mit dem Dreierpack. Der Mann des Tages. Ich schwör's dir. In meinem Kader am FIFA sind gerade mal 8 Stammspieler aus der Jugend, die alle Kütschük heißen. Geil. Das ist so dieser Namensgenerator von FIFA, ne? Rostock muss aufsteigen, da wo er hingehört, da wo jeder abgeschlossene Verein doch hingehört. Jawohl. Das heißt auch Leipzig raus aus der ersten Liga. Und wenn danach gehst, ja. Rein sportlich muss man aber anerkennen, dass RB Leipzig da richtig was Vernünftiges macht, ne? Die Art und Weise, wie sie entstanden sind, wie sie hochgegangen sind, mit welchen Mitteln. Das ist natürlich wettbewerbsverzerrend und diskussionswürdig, aber wie gesagt, aktuell freien fußballerisch und aus sportlicher Sicht kann man ja aktuell keinen Vorwurf machen. Die spielen einen tollen Fußball. Und da finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass sie den Bayern Konkurrenz bieten. Am Ende würde ich es aber doch lieber wieder zum 9. Mal den Bayern gönnen, weil lieber Bayern dann als Leipzig, ne? Aber die Bayern sollen es halt nicht so leicht haben wie die letzten Jahre. Dreierpack zutraut. War heute wirklich großartig. Hansa bislang in der Meister. Ja, wir sind auch weiterhin aus guten Gründen unbesiegt seit 15 Spielen. Mit der sie, also 19 Spiele rum. Am 4. Spiel haben wir zuletzt verloren. Sie haben das anscheinend ein Tor gemacht. Wir haben sie das Spiel gesehen. Das nächste, wir waren das bessere Team. Ja, doch, wir waren das bessere Team. Wir hatten eine Schwächephase kurz vor der Pause, wo Bayern dann auch eiskalt zuschlägt zum 1-2 und 2-2. So, Bayern bedankt sich, dass er wieder spielen durfte. War aber nichts in der ersten Halbzeit, ne? Auch wenn die Leistung nur mäßig war, ja. Streng dich an, Pascal. Eigentlich mein absoluter Lieblingsspiel bei Hansa, ne? Aber wie gesagt, passt ja aktuell nicht rein. So. Jetzt gucken wir mal aufs Budget. Wir haben 2,1 Millionen. Wir schauen mal rauf, wie es mit Türpitz aussieht. Der ist mir am wichtigsten. Türpitz. Der ist mir wirklich am wichtigsten. Ich spiele Suche. Ich muss hier, wo muss ich? Ach, da. Transferzentrale. Ich vergesse es immer wieder, Alter. Na, rein ist auch wichtig, aber.
Typ ist somit das Wichtigste. Was hat er für Marktwert? 1 Million. Freigabensumme 1,6. Angebot zwischen 1,4 und 2 Millionen machen müssen. Ich versuch's erstmal mit 1. Mit Marktwert versuche ich es erstmal. Nee. Vereinsverhandlungen beginnen, bitte. Danke, dass Sie hergekommen sind. Boah, jetzt macht meine Stimme wirklich langsam schlapp. So, Transfersumme anbieten. Für Philipp Türpitz. Also wir versuchen erstmal unter Marktwert. Mal gucken, ob das was. Ach, scheiße. Ich würde für den. Also, das ist natürlich absolut unrealistisch. Ne? Hans hat für den niemals 1 Million ausgegeben. Aber der hat noch. Komm, ich versuch's hier mit 750.000. Mal sehen, ob. Ich versuch's einfach. Mal schauen, was die sagen. Entweder sagen sie gleich nö oder machen ein Gegenangebot. Aber die machen ein Gegenangebot. Da, guck mal. Da haben wir es doch. Kriegen wir noch was gedrückt? Kriegen wir es gedrückt auf 850.000? Ha! Kriegen wir gedrückt. Sag ich doch. Wir müssen zwischen 1,4 und 2 Millionen hinlegen. Überleg mal. Er hat noch ein Jahr Restvertrag. Also, Türpitz. Was verdient er aktuell? Sieht man das hier irgendwo? Sieht man jetzt hier nicht, ne? Wie viel er verdient aktuell? Da. 3.300 verdient er aktuell. Aua. Da muss er aber unsere Abstriche machen. Macht er hoffentlich auch. Hat er Möglichkeit ja auch gemacht. Evina von Bayern 2. Nö. Ich spiele das so, wie Hansa das jetzt auch im Winter gemacht hat. So, er möchte wichtig sein. Ist okay. 2 Jahre ist auch voll in Ordnung erstmal. Freigabensumme übergehen wir mal. Über das Gehalt reden. Ja, da müssen wir natürlich einige Abstriche machen. Nehmen wir 2.000. Einstiegsbonus von 50.000, würde ich fast sagen. Brauchen wir das Gehaltsgefüge nicht gleich sprengen. Und einen Bonus vielleicht noch hinzufügen bei Toren. Bei 5 Tore gibt es auch nochmal 50.000. Nimmt er an. Jawohl. Philipp Türpitz kommt zum FCH. Jens Hertel hat seinen Wunschspieler. Jawohl. Da ist Wunschspieler Nummer 1. Und dann können wir gleich weitermachen mit Simon Rein. Würde ich fast sagen. So, dann geben wir Türpitz gleich mal die richtige Nummer auch. Logischerweise. Siehst du, Ben Voll werde ich auf jeden Fall auf die Leihliste packen. Den würde ich auf jeden Fall verleihen. Leihliste setzen. Rosbach würde ich am liebsten abgeben wollen, aber lassen wir erstmal noch. Nächste Saison auf jeden Fall. Herzog läuft der Vertrag aus, den können wir nicht verleihen. Schulz würde ich auch verleihen wollen. Leihliste setzen, so. So, wo ist der gute Typ jetzt? Ah, klar, ist er noch nicht hier, logisch. Ist er noch nicht 1. Januar. Ich bin noch düsig. Ist ja noch nicht 1. Januar. So, wir müssen was tun. Nämlich in der Kalenderdarstellung. Hier bis Weihnachten trainieren wir noch, dann machen wir es natürlich auch realistisch und sind da mal so fair und geben an Weihnachten natürlich frei. Marc 600.000 hat 65 gesammelt und wenn du ihn auf trainierst, geht er noch gleich. Ja, glaube ich dir ja. Also ist jetzt nicht für die zweite Liga, kann man ihn auf jeden Fall ins Auge fassen, definitiv. Aber jetzt im Winter spielen wir erstmal so, wie es Hansa auch in Wirklichkeit gemacht hat. Einfach um es realistisch zu halten. Sicherlich, ein guter Spieler würde ich. Ich verstehe es total. So. So, hier ist Heiligabend. Da ist Erholung angesagt, genauso wie an Weihnachten. Erholung. Erholung. So, zack, hier. Dann da gleich Training. Da auch Training. Da auch Training. Also Ruhe. So, hier ist dann Silvester. Da machen wir auch Erholung. Da ist Ruhetag, ist in Ordnung. Und dann geht's los mit dem Training. Das ist unser Weihnachtsplan.
Alter, wir haben jetzt echt 7 Punkte Vorsprung auf Rang 3 und... ich kann rechnen, ne? Doch, auch 7 Punkte Vorsprung auf Rang 4. So, was sagt Gianluca Schulz? Habe mich hier nicht richtig vorgeführt, aber daher bin ich froh, dass ich ausgeliehen werden soll. Ja, Leih kann in der Karriere helfen, definitiv. Wird wahrscheinlich gestärkt dann zurückkommen, der gute Gianluca Schulz. So, ja, machen wir Sondereinheiten. Auch nicht schlecht. Raus, Dedlo. Und ein 86er von hier noch Polido, genau. Herzog, sehr schön. Kannst du auch einen ZDM von Duisburg verpflichten. Kannst den auf Innenverteidiger umtrainieren und er kriegt einen Gesamtmodus von 3. Er ist zwar, glaube ich, 31 Jahre alt, aber ist günstig und realistisch. Ja, aber wir haben jetzt definitiv keinen großen Bedarf für die Innenverteidigung, ne? Also warum jetzt was auseinanderreißen, was funktioniert? Simon Rein jetzt auf jeden Fall, klar, der wird wahrscheinlich Björn Rother ersetzen komplett. Oder Löhmanns Röhm. Damit wird es für Butzen auch schwer bei uns. Aber ansonsten für die Verteidigung brauchen wir aktuell, da haben wir wirklich Riedel, Sonnenberg, Rheintaler, Rosbach kann innen noch spielen. Also, wie gesagt, im Sommer sieht die ganze Sache dann ganz anders aus, ne? Da schauen wir uns dann um, was wir wirklich brauchen. Wie sieht es für die zweite Liga aus? Aber jetzt aktuell spielen wir es so, wie Hansa es auch in Wirklichkeit gemacht hat. So, Simon Rein als nächstes vom Club, vom 1. FC Nürnberg. 1,3 Wert. Auch da probieren wir erstmal unter Marktwert, ne? So mit 900.000 oder so vielleicht. Mal schauen. Hat er 67, ja. Ist jetzt aber auch nicht besser denn als Riedel und Sonnenberg und Rheintaler. Meine Meinung. So, herzlich willkommen, legen wir los mit dem verantwortlichen Herrn Badeschlappen vom 1. FC Nürnberg. Transfersumme anbieten. Da gehen wir jetzt auch erstmal auf 950.000. Wir sind erstmal knickrig und gucken, was da so geboten wird. Oh, oh. Okay, alles klar. Nächstes Mal müssen wir mehr bieten. Wissen wir Bescheid. Müssen wir eine Woche warten. Alles gut. Das war ihnen wirklich dann zu wenig. Dann beenden wir das Jahr jetzt hier noch. Leihangebot für Lukas Schulz gleich. Super, sehr schön. Nottingham Forest. Nottingham Forest. Würde ihn dann gerne holen. Zweite Liga England, ne? Guter Satz wäre, ja. Was wollen sie denn? Laie zum Kauf? Nee. Laie. So. Leihangebot für Ben Voll von Crawley Town. Ja. Sehr schön. Wollen auch Leih zum Kauf. Naja, das machen wir natürlich nicht. Ein Jahresleihe. Ben Voll. So, weiter geht's hier nach der Weihnachtspause. Da ziehen alle erstmal durch hier. Bis zum 1. Januar spielen wir jetzt noch. Jungspieler bei weg. Philipp Frederiksen. Oder Frederiksen. Möchte den Vertrag auflösen? Okay. Zur Jugendakademie. Frederiksen, 17 Jahre jung, Stärke 60. Alles klar, kommt dann erstmal in den Profikader. Und sollte dann wahrscheinlich auch ausgeliehen werden. Zum Profi befördern. Zack. Damit der nicht weg ist. Behalten wir den erstmal damit in der Mannschaft. Frederiksen, Teamzentrale. So. Wo ist er denn jetzt? ZOM, glaube ich, war der, ne?
Also Rücknummer 13. Die hat bei Hansa aktuell, glaube ich, keiner, ne? Nee. Aber dann geben wir mal eine hohe Nummer. 26 kriegt Türpitz. 29 hat aktuell keiner. Er kriegt die 31. So. ZOM, genau. Fredriksen. Nicht machen, da ist eine Leine nicht gut. Warum ist da die Leine nicht gut? Meinst du jetzt für Ben voll oder für wie meinst du es jetzt? Also ich sehe es ja auch immer erst verzögert, ne? Also wenn ich hier schon was mache, das seht ihr, glaube ich, erst 4-5 Sekunden später. Deswegen am besten immer den Namen davor schreiben, wen ihr da meint. So, wie gesagt, bis zum 1. Januar spielen wir noch. Noch ein Jungspieler weg. Franz Santos. Der Franz Santos. Ach Gott. Aber wie gesagt, da habe ich mir schon zu geäußert. Das ist dieser Kultspieler hier, Paraguay. Hat der Hansa noch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Franz Santos. Irgendwie. Nee. Ach komm, soll er gehen. Ach Mann, das ist echt doof jetzt. Das ist echt eine doofe Entscheidung. Ich habe mich, glaube ich, umentschieden. Der wird keine Einsatzzeit bei uns bekommen. Auch wenn Hansa nie einen Paraguayer hatte, die werden auch ab und zu denn aktuell keinen Paraguayer bekommen. Er hat einfach kein Potenzial. Also wenn er weg will, soll er weg. Ich schmeiß ihn jetzt nicht raus. So, Reiter hat Sonnenberg hier raus und hier wieder für Engelhardt, hier Fredriksson gleich mal eine Trainingseinheit. Komm, Riedel nehmen wir auch raus hier, der muss jetzt auch nicht unbedingt eine Trainingseinheit haben. Nehmen wir Dedlo mit rein. So, gleich haben wir den 1. Januar, dann können wir uns so langsam verabschieden, dann können wir Türpitz schon mal eine Nummer geben, versuchen wir es nochmal bei Simon Rein. Oder war schon eine Woche rum? Ich bin jetzt unsicher gerade. Aber werden wir sehen. So. Jetzt hat er umgeschaltet. Nee, noch nicht. Jetzt hat er umgeschaltet. Jetzt kommen hier. Monatsbericht Jugendmannschaft. Scouting-Bericht ist da. Spieler mit Vorvertrag ist angekommen. Türpitz ist da. Jawohl. Jugendbericht für unseren Deutschen mal wieder. Deutschen Markt. Hier, das ist ein Abwehrspieler. 50, 66. Justus Siegmund, aber nee. Nicht mal 90er Potenzial. Was hat er hier? Ziegler. Malte Winter. 15. Naja, komm. Nee, nix wirklich dabei. So, denn wie gesagt, wollten wir es nochmal probieren bei Simon Rein. Ob das jetzt noch klappt, weiß ich nicht. Wir schauen mal rauf. Doch, geht wieder. Alles klar. Versuchen wir es also nochmal. Jetzt ist schon die Anforderung auf 1,7 hochgegangen. Ach du Kacke. Wie viel haben wir denn überhaupt noch zur Verfügung? 1,2. Ach du Schande. Das wird ja gar nichts mit. Na, Lauerbach, okay. Sehe ich ein. Lauerbach brauchen wir nicht holen. Also der. Da sehe ich den Sinn ja auch bei Hansa noch nicht so wirklich aktuell, warum der da ist. Schwede wäre aber cool noch irgendwie. Hm. Also erstmal Simon Rein. Transfersumme anbieten. Puh. Ja, da müssen wir auf jeden Fall auf 1 Million mindestens gehen. Gehen wir mal auf 1,2. Okay, wollen sie eventuell nehmen? 1,3 und 10% Weiterverkaufgebühr. Komm, ich drück die nochmal.
Auf 1,25 runter. 10% nehme ich an. Ist okay. Müssen wir mit leben. Jawohl. Hat er angenommen. Gut, so eine Ablöse wird Hansa nie für den bezahlt haben. Ist klar, aber hier sind die Verhältnisse sowieso ein bisschen höher, ne? Jetzt habe ich noch nicht gesehen, wie was der wirklich verdient. Gerade aktuell. So, 7 rein. 3.000. Ach, verdient sogar weniger als Türpitz. Schlüsselspieler. Meiner Sicht, definitiv. Definitiv Schlüsselspieler. Ist ja auch bei Hansa, was ist, wenn man den mal gesehen hat, Wahnsinn. Vertrag. Versuche ich mal 3 Jahre. Jawohl. Wünscht keine Freigabesumme. Sehr schön. So, macht ein Angebot. Ah, gut. Er geht schon runter. Geil. 20.140. Ey, das ist wirklich. Komm, ey, echt. Das ist eine Summe, die wir annehmen können. Das ist wirklich eine Summe, die wir annehmen können. Ja. Akzeptieren wir. Zack. Simon Rein ist da. Zweitliebster Club im Rostock. Also. Man sagt ja mal so richtig, Fan ist man nur von einem Verein. Das ist klar, das ist bei mir Hansa. Definitiv. Ansonsten habe ich eine Zeit lang, beziehungsweise eigentlich auch immer noch, man wird sich jetzt über mich lustig machen, Sympathien für den FC Schalke 04 gehegt. Also, was da in den letzten Jahren abgeht, das ist nicht mehr feierlich. Und das, damit will ich mich auch nicht mehr brüsten. Also, ich war nie richtig Schalke-Fan. War vielleicht so eine Zeit lang, so im Teenie-Alter. 2010 bis... bis 14 so, hätte man mich so ein bisschen als Schalke-Fan bezeichnen können. Aber Hansa stand immer an erster Stelle. Logischerweise. Aber wirklich so, doch. Schalke war es so bei mir. Oder ist es eigentlich auch immer noch. Also, so ein bisschen blutet mir ja das Herz, was da abgeht. Aber einerseits sage ich mir auch, ey, komm, aufgrund der Arbeit, die die da leisten in letzter Zeit, haben die so einen Abstieg einfach mal verdient. Und ehrlich gesagt, mich reizt das Duell Hansa gegen Schalke in der zweiten Liga so sehr. Das will ich haben. Gebt es mir, bitte. Und ich will ins Stadion gehen dafür. So, jetzt haben wir auch Minus gemacht, ne? Ja, beende dein Transferbudget. Mit was? Beende mit einem Restbudget von 750.000. Joa. Na klar. So, auf jeden Fall ist jetzt Simon Rein da. Also die zwei wichtigsten, die ich auf jeden Fall holen wollte, die haben wir gekriegt. So, dann geben wir, den Leuten noch die richtige Nummer. Da ist Simon Rein. Nein, der hat die Nummer 5. Und Philipp Türpitz, da ist er, hat die Nummer 26 bekommen bei Hansa. So. Damit haben wir sie. Gucken natürlich noch rein in die Entwicklung jeweils. Hier Simon Rein. Entwicklungsplan noch anschauen. Beste Lehmgrad. Hat einen RF in einem Scout gefunden, der real. Also ohne Scheiß. Bernie Hansen heißt. Alter, mach davon ein Foto. Mach davon ein Foto und schick's mir bei Instagram. Das will ich sehen. Beziehungsweise schick's auch ans Hansos. Ey, mach's einfach, Alter. Dann wird er sich freuen. So, Entwicklungsplan. Okay, was hat er hier tiefstehend? 5 Wochen. 5 Wochen. 5 Wochen. 5 Wochen. Okay, was braucht er? Ja, schießen, da könnte er eigentlich was machen, ne? Aber da haben wir, glaube ich, nichts gerade. Ne. Tiefstehender Spielmacher. Doch, das ist so. Das ist Rein eigentlich mit. So ein tiefstehender Spielmacher. Da nehmen wir hier was dazu. So. Und Türpitz. Der hat ja eigentlich linkes Mittelfeld, ne? Also bei Hansa kommt er. Ja, Schalke in den letzten Jahren, definitiv. Linker Mittelfeldspieler, hätte er 2 Wochen. Ist er ja eigentlich auch. Also da würde ich ihn auch hauptsächlich einsetzen. Er kann in der Mitte spielen, klar. Aber ich will ihn gerne als Hauptposition linkes Mittelfeld haben. Bei Türpitz. So. Gut, meine Lieben. Ohne Insta. Ach, du bist ohne Insta unterwegs, deswegen. Ah, okay. Das ist natürlich bitter. Joa. Ich würde sagen, das war's für heute. War wieder geil. Hat extrem Spaß gemacht mit euch heute im Chat. Das war geil, wie ihr aktiv wart. Hab mich gefreut. Der Stream wird natürlich auch wieder als Re-Upload kommen. Sergio Ramos geht zu Manchester United hier. Jawohl. der Stream wird natürlich wieder als... Jetzt, ihr merkt, es ist genug.
Wird auch wieder als Re-Upload kommen, natürlich auf YouTube. Wann genau, weiß ich noch nicht. Mal gucken, wann Zeit dafür ist. Dauert ja auch mal seine Zeit, das ganze Ding hochzuladen hier. Na gut, 2,5 Stunden, das geht. Danke fürs Zuschauen. Seid auf jeden Fall beim nächsten Stream. Follow dalassen, dann wisst ihr genau Bescheid. Instagram, okay. Einige haben es nicht, okay. Dann müsst ihr halt gespannt warten. Oder vielleicht ist der nächste Streamer wieder nicht ganz so spontan Late Night wie heute, dass ich da auch ein Ankündigungsvideo auf YouTube mache. Also auch da bei YouTube, Abo dalassen, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao. Ebenfalls schönen Abend.